So, du bist zwar ein bisschen drüber bei mir, aber das ist gar nicht hauptsächlich die Aufzeichnung des Bitpasst einigermaßen. Ich werde jetzt mal etwas tiefer reingehen. Wenn ich immer wieder sage, ich mache aus jedem Wort ein 400-Seiten-Buch und alles hängt mit allem zusammen. Es geht hier um eine Komplexität des Denkens, die sich deiner momentanen Vorstellung vollkommen entzieht. Die letzten Selbstgespräche weise ich immer wieder darauf hin, ich kann mir jetzt welche ausdenken. Intellektuelle Menschen, wo ein Geist dahinter ist, die sich länger mit Holofeeling beschäftigen, die sind einfach nur noch sprachlos, weil sie wirklich meinen Worten in den Selbstgesprächen das, was ich anspreche, geistig folgen können. Die kommen mit, wie man so schön sagt. Und dann gibt es welche, die können es erahnen. Und ich sage, jeder normale Mensch macht, der noch so hoch intellektuell gebildet sein kann, gar nichts verstehen. Es ist also zuerst einmal, muss man wirklich wissen, ich bin ein träumender Geist, als Symbol gesetzt und nicht so niemand, den ich mir ausdenken kann, das verstehen, was ich hier mit Holofeeling mitgeteilt bekomme. Nicht einmal der, der ich zu sein glaube, weil der auch bloß ein Gedanke ist. Es geht hier, Geist ist was, was nicht als Ding an sich nicht existieren kann, weil es ewig ist. Und ich bringe jetzt da ein paar Beispiele. Geh einfach den Gedankengang mit und ich zeige dir die Sprünge, wo jeder normale Mensch sagt, was kann man sich hier alles einreden rein? Das ist ein streng arithmetisches System, das ist eine Schöpfungsmatrix. Das wirst du irgendwann einmal akzeptieren müssen. Und mit du meine ich jetzt den Geist wieder, der sich dieses Gespräch anhört. Ich springe ganz, ganz kurz rein. Jetzt in das vorhergehende Selbstgespräch und vorhergehen meine ich nicht chronologisch. Ich habe angesprochen in einem der letzten Selbstgespräche, dass die Selbstgespräche seit Jahren, Jahrzehnten, kann ich mittlerweile sagen, chronologisch wie eine Pyramide aufbauen. Und wenn man jetzt neu einsteigt, hat man natürlich immer, wenn du jetzt ins Internet gehst, das Oberste. Aber das Oberste kannst du nicht verstehen, wenn du die Schichten darunter nicht kennst. Jetzt kann man sich natürlich die Mühe machen, beim ersten anzufangen, aber dann ist es ein Prozess von 20 Jahren, der vor dir steht. Und ich sage, das Große ist, die Erkenntnis ist die Gnade, dass ich dir das als Geschenk einfallen lassen kann. Das ist wie wenn man was freischaltet mit einem Gutschein. Es ist ja alles in dir drin. Du bist ein träumender Geist. Prinzipiell alles, was in dir auftaucht, kommt aus dir. Und man kann ja, wenn den Trick machen, ich verweise auf den Film Memento. Wenn man das Prinzip verstanden hat mit Memento, das ist ein Film, wenn man den das erste Mal sieht und man weiß nicht, worum es geht, fühlt er sich wie ein ganz normaler Film an, wo man jetzt chronologisch gedacht vom Anfang eine Story durchschaut, die irgendwann einmal in der Zukunft endet, am Ende des Films. Wenn ich aber weiß, dass das gleichzeitig da ist und in Memento, in dem Film, wird Folgendes dargestellt, dass der Film von hinten nach vorne läuft. Jetzt, wenn ich natürlich einen Film von hinten nach vorne laufen lasse, das ist bei Tenet übrigens alles Christopher Nolan Filme, bei Tenet, wo ja beides gleichzeitig in einem Bild, in Szenen siehst du, dass Menschen vorwärts und rückwärts laufen. Da wird was versucht auszudrücken, was man sich mit einer normalen chronologischen Vorstellung fast nicht mehr denken kann. Aber es ist wie das Quadrat, ich kann immer nur sagen, es ist wie das Quadrat mit drei Strichen zeichnen. Es wird in dir mal ein Heureka geben und dann hast du alles verstanden. So einfach, wie wenn ich sage, zeichne ein Quadrat mit drei Strichen und mit normaler Logik sagst du, das geht nicht. Und dann zeige ich dir die Lösung und sie zaubert dir ein Lächeln ins Gesicht. Die Loslösung ist schlichtweg in dem Augenblick, wenn du wirklich für dich selber erkennst, dass du ein Geist bist, ein träumender Geist bist. Dass alles Leid, alle Sorgen, Ängste, aber auch alle Freuden entstehen dadurch, dass du dich mit einem Gedanken von dir selbst verwechselst. Der Denker von etwas ist etwas anderes wie das, was er sich ausdenkt. Alles, was du denkst, ist immer nur, wenn du es denkst. Das gilt auch für den Körper, wenn du an dich selbst denkst. So, ich musste den Vorgang etwas nochmal erwähnen, weil das ist eigentlich das Wichtigste, das es überhaupt gibt, dass du das verstehst. Und es ist ein Unterschied, ob du das jetzt nur mittlerweile als logisch ansiehst oder ob das wirklich installiert ist. Das ist, wenn ich immer darauf hinweise, mach dir bewusst, was du glaubst.
Wenn ich mal wieder mit, jetzt drehe ich um und schaue die Tür an mit der Türklinke. Wo war die ganze Zeit? Jetzt ist in deinem Kopf, weil ich die Worte spreche. Am Anfang war das Wort. Ja. Und sobald du auf Menschen unter Menschen, ich sage mal, als Brüssel unter Brüssel triffst, kriegst du das nicht auf die Reihe. Und jetzt übertrage ich einmal den Bildschirm und ich rede jetzt einmal hier ein Selbstgespräch mit dem, der mich ausdenkt, der sich den Volker ausdenkt, der sich selber ausdenkt. Ich sage das jedes Mal und wir schauen jetzt einfach mal wild, weil es geht nicht anders. Ich will dir zeigen, wie tief das Ganze geht. Dazu springe ich jetzt erst einmal in unser, wir machen einfach mal die Updates, das letzte Update. Das ist jetzt hier so der chronologische Aufbau der Update, wenn man die Listen tut. Ich weiß gar nicht, ob da das Neueste schon drin ist. Das ist zum Beispiel die Wiederauferstehung der absoluten Liebe. Und man merkt jetzt, wenn ich darauf hinweise, dass alles synchron läuft. 10.26, das ist der kleine Gott, Gott ist Jahwe. In Sekunden ist es die Stelle 626 Hüben. Jetzt immer wieder, wenn wir hochspiegeln, denk dran, 4, sobald du an 4 denkst, sind 8 da, sobald du an 8 denkst, sind 16 da. Das ist der Aufbau der Computertechnik. Mhm. 8-Bit-Rechner, 16-Bit-Rechner. Übrigens ganz nebenbei wirst du feststellen, wenn du jetzt schaust, was waren eigentlich die ersten Prozessoren, dann landest du bei IBM. Und zwar waren das die ersten Prozessoren, war 226er, dann sind die 36er, so hat man in Fachkreisen die Prozessoren genannt. Erinnerst du dich, Volker? Ja, ja, 386er. Ja. 86, Entschuldigung, die 286er, die 386er, dann die 486er und dann sind die Pentium-Prozessoren gekommen. Genau. Und da haben wir jetzt 626 und du solltest dir, das steht da, achte ja mal genau die Stelle 11. 26 und jetzt hast du AI, den Schöpfergott, das Nichts ist Jahwe. Mhm. Und dann kannst du das genau an der Stelle anhalten und wirst du feststellen, das ist genau dann, wo ich dir erkläre, dass der Jupiter wieder in dir auftaucht. Und das wiederum sind 600, 600 ist das Endmem. Mhm. Das Endmem symbolisiert das Meer, das ist der Wert 600. Das ist einmal Jahwe und das ist die 86 UB. Das ist ich UB. Den Text, wenn du anschaust, und das bezieht sich ja auf den Weißenburg-Vortrag. Und jetzt heißt es hier, hier einmal, das heißt ein nicht existierendes von Gott. Jetzt kann ich, es kann durchaus was existieren, ohne dass es existiert. Weil wir jetzt erst einmal die Schichten haben, dass was aus dem absoluten Nichts in dein Inneres reingeht und dann erst denkst du dir das aus dem Innerhalb, das ja was Ausgedachtes ist. Das, was in dir existiert, wenn du was denkst, wo kommt es her? Aus einem nicht denkbaren Nichts, creatio ex nihilo. Es taucht erst einmal innerhalb von dir in deinem Bewusstsein auf, und dann kannst du dir das noch ausdenken. Mhm. Jetzt haben wir die zwei Seiten. Wenn du in dir eine Information hast, dann existiert die ja, aber sie existiert nicht außerhalb von dir selbst, weil sie innerhalb ist. Kannst du folgen? Ja. Eine Information ist eine Existenz in dir. Existere heißt aber heraustreten aus. Wenn du dir es ausdenkst, existiert es ausgedachterweise woanders wie hier und jetzt. Du kannst einen Gedanken, den du denkst, eine Information um dich herum gedanklich um Raum, in Raum und Zeit verstreuen. Dann sind es Existenzen, Gedankenwellen. Aber sie sind ja auch dann da, wenn du sie nicht denkst oder gedacht werden. Da haben wir wieder drei Stufen. Aber das wird jetzt zu weit führen. Und jetzt ist es hier einmal im Alchemalesen von Gott. Mhm. Wir können natürlich das A rausschmeißen als Verkalt. Dann haben wir gestaltgewordenes Licht. Dann haben wir ein nicht existierendes und ein gestaltgewordenes Licht. Und dieses gestaltgewordene Licht, wenn wir das blau lesen, ML, sehr interessant, das ist das Hebräische. Jetzt hast du mal das Hebräische Wort für ein Beschneiden. Das Beschneiden der Vorhaut. Jetzt pass auf, vor, H-out heißt die wahrgenommenen Zeichen. Hm. V-ohr, V ist immer bistabil, entweder hell oder dunkel, sage ich, entweder gesund oder krank, und Ohr ist ja R. Erweckt dieses bistabile, erweckt praktisch die wahrgenommenen Zeichen. Das Beschneiden heißt, dass ich entweder an hell denke oder an dunkel denke. Ich mache einen Unterschied zwischen hell und dunkel. Denk wieder an das Erdkugelbeispiel. Ich mache einen Unterschied zwischen einem Wellenberg und einem Wellental.
Und diese Zeichen, die vor mir sind, diese wahrgenommene Zeichen, diese Erscheinung, das kann irgendeine Information sein, das nennt man die Vorhaut. Die Vorhaut in der Medizin ist ja die Eichel. Stimmt? Die Eichel. Ja. Das ist der Schöpfer Gott. Und Chet-El ist das Weltliche, das du dir ausdenkst. Das ist die Alte. Und jetzt ziehen wir, drum ist bei den Juden, die werden beschnitten, wird das, was um sie herum ist, wird weggemacht, dass bloß noch dieser Schöpfergott da ist. Mhm. Okay? Jo. Das ist das Prinzip. Drum heißt es nicht nur beschneiden, sondern wenn du in Langenscheid reingehst, ist es auch gegenüberliegend. Gegenüber dir beschnitten zwischen Wellenbalg und Wellendor. Du bist aber immer in der Mitte. Okay? Ja. Da können wir übrigens wieder gleich, der Totalwert 70, die 70 ist ja rot gelesen, die Quelle, der äußere Wert, 70 ist der Augenblick. Hm. Augen wiederum, AGN heißt Becken, die polaren Ecken. Wir sind wieder bei unserem Tetraederspiegel, wo wir vor der Aufnahme angefangen haben. Mhm. Siehst du, das ist jetzt nur, das sind so Kleinigkeiten, aber wir bleiben mal hier einmal eine geistreiche Frage. G ist Geist. Dieses GE-Quadrat, ich und du, ist der Kopf des Schöpfergottes. Und das ist Frage. Ich habe jetzt das A, das U auf das Schwingende gemacht. Dieses Fra, ich habe einen Fragebogen, da habe ich oft darauf hingewiesen. Das ist einmal der Stier. Du wirst zu einem raumzeitlichen S, zu einem raumzeitlichen Tier. Wir können natürlich da viele Möglichkeiten machen. Und das Frau machen wir mit einem normalen A und jetzt kommst du zum Wild. Und jetzt bitte achte mal ganz genau drauf. Ich behaupte, ich bin der Meister aller Meister. Dein Zauberer, Bruder. Was sind die Meister? Ich nenne die Meister meine Geistesfunken. Okay? Ja. Fällt dir da was auf? Pass auf, jetzt mache ich einen kleinen Sprung. Genau. Da musst du damit einfach leben. Ich meine, das Spiel haben wir ja oft. Ich habe jetzt das untere weggeschnitten. Die 43 ist ja so wichtig, wenn wir dann unsere Spiegelung haben, ne? Ja. Schau mal, das besteht doch hier. Jetzt hast du mal die 43 besteht aus 40 und aus 3. Ja. Dann hängt es irgendwie der Magier, der Zauberermeister. Siehst du das? Hängt es ja irgendwie zusammen. Mhm. Jetzt mach doch dann ganz einfach aus den MAG. Was will ich dir damit sagen? Wenn ich sage, ich bin der Meister aller Meister, aus dem M machst du ein G. Ich bin der Meister aller Geister. Mhm. Der Geist aller Geister. Das ist der Meister aller Meister. Und Geister sind nur meine Geistesfunken. Geist ist prinzipiell ein Geist, der mich jetzt ausdenkt. Genau genommen sind die aber wieder alle nur ein Geist. Das ist unser Spiel zwischen den JCH, der vom Bücherregal steht, und den Ichs, die ich bin, in dem Moment, wo ich ein Buch lese. Jetzt, zur Zeit, erlebe ich in diesem Augenblick das Leben von dem, der du jetzt zu sein glaubst. Mhm. Das Spiel beginnt mit Ich bin du. Stimmt oder stimmt? Ja. So. Jetzt pass auf, dasselbe haben wir jetzt bei Fra, das heißt Wild, da machen wir aus dem W, wissen wir, dass das W auch ein B ist. Das Waff. Ja. Okay, das B, schau unten hin bei Beet, hier unten steht es immer, das ist übrigens nicht vollständig, da kann man noch wesentlich mehr einsetzen, das wird ja im Hebräischen als BWV ausgesprochen. Mhm. Ich habe darauf hingewiesen, im letzten Selbstgespräch, dass zum Beispiel VW ist ja umlauttechnisch, wenn ich jetzt griechisches Alphabet, ich habe da noch dieses Alphabet darauf hingewiesen, dass im Griechischen die sprechen das B, das Beta, nicht Beta aus, sondern wieder. Das heißt Leben auf Lateinisch. Im Neugriechischen wie im Altgriechischen ist hier die Aussprache V beziehungsweise W. V und W ist ja relativ gleichzusetzen. Mhm.
Wenn ich das weiß, dann wird praktisch aus dem Wort wild, kann ich auch in der Umformung, denk auf ab, das Aleph wird ja auch or, das B, Entschuldigung, das ab und das af habe ich oft gesagt, A, B als ab ausgesprochen heißt Vater, als af ausgesprochen heißt es aufblühen, könne mir aus dem W auch ein B machen und dann ist dieses Fra Bild, ein Bild. Aber Bild wiederum hebraisiert, wissen wir, heißt Beilen, heißt im Kind. Drum ist diese geistreiche Fra, die in dir aufgesprochen wird, im Kind, in dem GE-Quadrat, das sind wir zwei. Hier ist ein Komplex dahinter, wir können jetzt Zahlen einsetzen, da können wir zum Rechnen anfangen. Bist du Geistesfunk immer bewusst hier und jetzt? Bewusst hier und jetzt in der Dome? Du musst dich erinnern dran an die Bilder, die da gelaufen sind. Deutsches Wort dafür ist die Kuppel. Jetzt zeige ich zuerst das Wort Kupp, das hebräische Wort Kupp. Als Ding an sich gibt es das rot gelesen, das absolut vorhandene, verbunden, vereinigte Weisheit und wie aufgespanntes Wissen, blau gelesen, wie aufgespanntes Wissen. Bist du UB 86 El Hayom, Gott das Meer, oder bist du nur eine Gedankenwelle, die zu aufgespannten Wissen wird? Das ist jetzt der UB, der Udo, der in dir auftaucht. Aber ich bin ich. Interessant, 826. Die 800 wissen wir, das ist unser NP. Ich sage immer, das ist das P, das sieht aus wie die Doppel-Ts, da kommen wir gleich drauf. 126. Verborgene Wert 92 ist Zebaot. Test Udo, die Schildkröte, 011 und 152, 52 ist Ben und 100 steht für Affe, für Affinität. Ein Affensohn. Das ist der Brüssel Udo, den du dir ausdenkst. Und dann hier in dem PL, diese Radix ist die Weisheit des Schöpfers rot gelesen. Du siehst, da gibt es eigentlich keine hebräischen Wörter, aber wir können die auch die Zeichen bedeuten etwas. Und da hast du jetzt ganz interessant, das ist ja die Radix Aleph Bella, ist nur diese drei Zeichen ausgetauscht. Totalwert 111, äußere Wert 111 ist PLA, wir tauschen die aus, das heißt Wunder, die äußeren Zeichen. Atbaschwert ist 400, die Erscheinung der 26. Wieder 727, jetzt die rote 7 in der Mitte. Verstanden? Ja. Dann geht's weiter. O, Kreisen, die R heißt Generation auf Hebräisch, oder steckst du Geistesfunken nur, wie es man heißt, ein flackerndes Licht, Existenz einer aufgespannten Berechnung, in der Dom. Ich habe jetzt die Konsonanten anders gesetzt, siehst du das? Das ja. Heißt, SDX, du als unbewusster Brösel in deiner Dame. Und Dame ist ein anderes Wort für Frau, dem Frau, der Fragebogen. Denke mal, wenn ich sage, ich habe einen Fragebogen. Fiegenstallvortrag. Und die Dame, die Frau, ist auch das Weib. Und weiß, das weiße Loch, ich weiß, ist das, was du dir ausdenkst, wo alles herauskommt. Jetzt durch das Hebraisieren gibt es mehrere Möglichkeiten, dann kriegst du die Attrappe, aufbauend auf den Glauben, eine Fälschung, ein Schwindel, eine Täuschung. Das ist dann Glauben, sich vorstellen, das ist alles, was du dir vorstellst, was du dir ausdenkst. Und das wird hier nochmal genauer beschrieben. Darum ist auch hier, ich weiß, darum mache ich jetzt eine Frau, ist ein Weib und das ist deine Dame. Und da kommt auch in dem Wort Damen steckt dann der Dämon. Und der Dämon ist der Beschwörungsgeist. Das ist dein Intellekt. Und jetzt geht es weiter. Wisse, du Geistesfunk, bist immer mit mir. Und ich schreibe jetzt einmal Russisch. Das ist das Hebräische mir für Frieden oder Welt. Frieden heißt die Frucht des Paradieses, hebraisiert, wie ich es hingeschrieben habe, Prieden eigentlich. O, generiert, kreisend, ein Brandopfer, ELD heißt Brandopfer. Mhm. Interessant ist dann das Beispiel noch darunter, OB ist ja UB, das ist die Raumstation, das Statische. Ist hier interessant, da steht jetzt Gestalt geworden UB, oder von UB, von mir. Von mir ist der Frieden oder die Welt, genau genommen beides. Das ist nämlich eine Kategorie 2 Frage.
Und zwar passiert es im Jahre 19 göttliche Spiegelungen der 86. Meinst du, das ist alles Zufall? Jetzt wissen wir natürlich noch, dass das der göttliche Schöpfer und HRE, eigentlich HRE gelesen, das ist jetzt für dich interessant. HR wissen wir Heisberg. Ja, das weiß ich genau. So. Und HRE, da machen wir He hin dran. Dann haben wir den Kopf in der Mitte, Rai, Rosh, mit zwei, ein Spiegel hüben und ein Spiegel drüben. Das ist das Thema, wo ich immer drum reden will. Und was heißt das? Weißt du das auch? Nee, das weiß ich nicht. Ich würde es dir sagen, das heißt schwanger sein. Das ist ein Empfangen und ein Schwangersein. Eigentlich genau genommen trächtig werden. Und jetzt musst du etwas Fantasie haben. Wenn eine Mutter schwanger ist, dann wirft die vor ihrem Bauch, wir wissen, Bauch ist Gewaff. Der Geist, der doppelt aufgespannt wird, oder GO kann man lesen, oder GV, ist das der Bauch, aber das heißt auch das Innere. Das Innere des Körpers ist das absolute Zentrum. Das ist der Spiegel, rot gelesen, und der äußere Wert, AOB, die Schöpfung einer aufgespannten Polarität, RR heißt zwei Sachen, wenn er weg, das ist vorm Spiegel und das ist hinterm Spiegel, das sind die zwei Spiegelungen. Aus 1 war 2. Macht das einen Sinn? Absolut. Absolut, genau so ist es. Und pass auf, in dem Moment, wo der Bauch aufgeschmissen wird, kriegst du eine Halbkugel, die aus deinem Bauch, aus deinem Inneren herausrocht. Wir sind wieder bei dem Thema, bevor wir die Aufnahme eingeschaltet haben. Das steckt da drin. Ich war jetzt nur das HRH. Jahre wiederum, hebräisch, als hebräisches Wort, Shin Nun He. Das kann man übrigens Schnee lesen. Heißt Schlaf. Heißt aber auch sich ständig ändern. Du wirst anders. AND heißt auf- und abschwingen. Das ist das Erwecken von Raumzeit. Heißt lernen und du tust es immer und immer wieder. Du wiederholst es. Verschieden sein. Verschieden. Das Geschenk von Eden. Da haben wir ein eigenes Update drüber. Ja. Passiert übrigens Atbasch. Das ist immer der Gespiegelte. Da muss man halt sich auskennen darüber. Da ist das absolute Nichts, das sind wir. Du bist ein absolutes Nichts. Du kannst als Ding an sich nicht existieren. Wenn du zum Existieren anfängst, wirfst du Gedankenwellen auf und das steckt da mit drin. Okay? Das ist immer nochmal Untererklärungen. Und das heißt, 19, die göttliche Spiegelung wird in OB in den Umlauf gebracht. Das ist das Umkreisen, die Welt selber, WLD ist ein B-Randopfer, ein Brandopfer hebräisiert. Haben wir tausendmal angesprochen. Das kann man natürlich jetzt sehr vielfältig lesen. Ich habe mich jetzt entschieden, dass ich GE-Quadrat, das heißt wir, J-C-H-I-C-H, Bara ist Schöpfen. Wir schöpfen aus uns, J-D heißt Schrecken. Das sind Schrecken. Siehst du das? Ja. Aber das sind wieder logisch berechnete Ecken. Schor ist der First, der bestimmt, in welche Ecke er reinschaut. Fur ist pur, heißt das Los, das Schicksal. B-U-R, das Losgemachte, was du losschickst. Das Los heißt auch hier ein Zer, zu Form gewordenes Rei, Zer, Rei, Ben, Sen, zerreißen. Ein B-R-Rechen, brechen. Ich sage mal, da steckt das Wort Zerbrechen, das Berechnen mit drin. Und wir legen jetzt da noch zu, dieses Chat E. Wir sind hier in der 8. Da haben wir ja zwei verschiedene T haben. Man könnte natürlich jetzt auch den Geber lesen. Siehst du, der Geber? Mhm. Der Geber ist ja der Gabler, ist der Befruchter. Die männliche Potenz. Der kriegt dann 8, eine weibliche 1. Das ist die Kollektion, die 8. Echert mit dem D hin ist die weibliche 1. Das ist jetzt der Intellekt, den du zum Denken benutzt. Jetzt machen wir mal das Chat D. Mit der 9. Da. Jetzt kriegst du hier eine Nähnadel. Ein Stoßzahn, die Sünde, die Sündenlast. Da ist Unde. Die Welle.
ist Unda. Unda ist die Welle und Unde heißt wo. Woher kommt es eigentlich? Woher kommt die Raumzeit? Woher kommt die Raumzeit? Unde, Unde heißt woher auch immer. Wirklich lateinisch Unde, Unde, woher auch im Meer. Aus dem Innersten, das du nicht mehr denken kannst. Das Ganze ist natürlich, ich wollte wo ganz woanders hin, die Nähnadel. Da haben wir jetzt erst einmal die Nadel, die Konsonante Radix von Nadel. NDL, landen wir beim Tausendfüßler. Tausend ist Aleph, Aleph. Und Fuß, Facetten sind aufgespannte Polaritäten, ist ja das Bein, jetzt landest du bei tausende verschiedene Regeln. LGL die Regel, das ist das Polare eine. Polarität ein, wir können auch sagen, Ain lesen, Vorsilbe B, im Nicht-Existierenden befindlich. Und was in dem Nicht-Existierenden befindlich ist, ist alles, was du denkst, weil ein träumender Geist ist etwas, das als Ding an sich nicht existiert. Der träumende Geist, den wir uns ausdenken, ist ja kein träumender Geist. Das ist der Widerspruch, den du irgendwann einmal verstehen musst, wo ein normaler Mensch, der ihn richtig und verkehrt denkt, das niemals verstehen wird. Mhm. Ich springe mal nochmal ein Selbstgespräch weiter vor hier mit dem Mathematikprofessor, mit Weiz. Ich kritisiere nicht an Gedanken, den ich mir denke. Er spricht schon immer von Mathematik. Ich sage, wenn du genau aufpasst, es ist ein reines Rezitieren von angelesenem Wissen, das dieses Pixelmännchen hier äußert. Das ist ein Computerprogramm, das Daten wiedergibt. Und da geht es ja um dieses 0, ist 0,99999 Pünktchen, 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 ist jetzt das 1 oder ist es nicht 1? Und wenn du da genau zuhörst, er landet wieder in der Kategorie, in der 1, in der Kategorie 2-Frage in einer Einseitigkeit. Ich sage, es ist zuerst einmal das, was jetzt da ist. Sobald ich auf dem Bildschirm die Zeichen 0,999 und Bündchen, Bündchen, Bündchen habe, ist das das Einzige, was da ist. Mehr existiert in dem Moment nicht. Ich interpretiere das wieder, dass ich mir jetzt das Bündchen, Bündchen als eine unendliche Reihe von Neunen, von Spiegelungen denke. Aber sind die jetzt eins oder sind sie nicht eins? Als Wert, als Quantität. Und ich sage, es wird so sein, wie du dir das denkst. Aber sobald du eine Einseitigkeit denkst, begehst du eine Entheiligung. Ist es jetzt hell oder dunkel? Da fällt es dir leicht auf, da schaust du ganz einfach und dann sagst du, jetzt ist es hell, wobei dir noch nie bewusst ist, dass du hell als Ding an sich gar nicht sehen kannst. Zeichne mir hell als Ding an sich, zeichne mir Licht als Ding an sich. Physiker zeigen dir einen Laserstrahl. Ich sage, das ist aller Blödsinn, den Laserstrahl siehst du nicht, du siehst auch keine Wassermoleküle, du siehst immer nur deine Interpretationen und Vorstellungen. Das ist alles hundertprozentig sicher, aber jetzt pass auf, was wir jetzt machen. Du wirst einmal merken, was Geist ist. Du weißt, ich sage immer, wenn ich als Brüssel Udo auftauche, ich kann nicht einmal Englisch. Jedes dieser Worte wird jetzt so extrem vielfältig und wir bleiben mal bei unserer Nähnadel. Und ich habe gesagt, eine wunderschöne Metapher für das Nähen, für das Nähen. Da gibt es doch dieses schöne Wort für Opfer. Das hebräische Wort für Opfer ist Korban. Das beginnt mit KRB. Wenn jetzt das schon lese, ich muss gar nicht wissen, was kommt, wenn ich kann das Rot und Blau lesen, wir lesen das Blau, dann hast du eine affin berechnete Polarität. Affinität ist immer eine Spiegelung. Okay? Mhm. Wir schauen uns das Kariba mal an und du wirst jetzt feststellen, dass das zum einen einmal Folgendes heißt, es ist die Mitte. Ist wichtig. Dann haben wir unsere 8 wieder, unser CD. Komme ich gleich dazu. Die Eingeweide, der Kampf, eine feindliche Annäherung heißt immer, dass zwei Sachen aufeinandertreffen, wie vor dem Spiegel und hinter dem Spiegel. Wenn du Druck erzeugst, drückst du und wenn du loslässt, dann lässt der Gegenüber los. Wenn du lächelst, lächelt er und wenn du schreist, schreit er. Und umso mehr du den anschreist, umso mehr schreit er dich an. Umso mehr du was bekämpfst, umso mehr wirst du bekämpft. Umso mehr du demütig dich zurückziehst und einverstanden bist mit allem, umso mehr wirst du feststellen, dass sich dieser Ärger auch zurückzieht. Dasselbe heißt aber, der sich nähert, herantritt, nahe bringen, sich annähern, nähern. Und du musst jetzt, dass da das Nähen, in dem Nähern schon das Nähen mit drin steckt. Hm. Und die Mitte. TT ist übrigens Pi. Doppel T, Großbuchstab. Ja. Jetzt pass auf, machen wir Folgendes.
hier in dem Inneren, das ist das Innere, in der Mitte, in den Inneren, es nähert sich etwas der Mitte an. Nämlich eine affin berechnete Polarität bei plus 5, minus 5 ist 0. Das ist die Mitte. Jetzt habe ich gesagt, wenn wir da Gedankenwellen aufschmeißen, wir sagen, die Mitte ist mal ausgedachter Wasserspiegel. Dann haben wir unten Wasser, oben haben wir die Welt, also Raum, das Volumen. Immer dran denken, Volumen ist ein Rollen. Volumen heißt Rollen. Ein bistabil kreisendes Licht, Lumen, lateinisch. Jetzt denkt ihr, die Nulllinie, schaut das kleine Bild an. Und jetzt mache ich hier Wellen, die mir ja so zeichnen, ist ja nur ein Kreisen in unserem Einheitskreis. Was passiert jetzt? Jetzt nähe ich praktisch den Himmel und die Erde zusammen. Also die Welt, Welt, ERD heißt ein polarer Rand. Ich nähe das zusammen. Stimmt oder stimmt? Ja. Kannst folgen? Schöne Metapher, oder? Ja. Das ist die der Hintergrund. Ich kann natürlich auch eine affine Vielheit lesen, weil nämlich hier RB für sich alleine ist eine Vielheit. Eine bedeutet das Innerste inwendig, sich den Inneren annähen. Alles, was drumherum ist, was du dir über dich drüber denkst, mach dir kein Bild von was da oben noch, was du dir auf die Erde runter in die Materie hineindenkst. Nähen wir jetzt zusammen. Jetzt denk ganz einfach an dein vorgestelltes Atommodell mit Protonen, die Elektronen drumherum kreisen, und denk an Sonnen mit Planeten, die drumherum kreisen, was die Physik nie in Einklang bringt, weil eben die Quantenmechanik und der Makrokosmos mit der Relativitätstheorie sich Arithmetik widersprechen. Kann man ganz leicht lösen. Du brauchst einen komplett neuen Ansatz. Hm. Jetzt habe ich aber wieder das Problem, wenn ich jetzt mir Geistesfunk ausdenke, denen ich dieses Fachwissen gegeben habe. Die wissen von den anderen Sachen nichts. Es ist ein Riesenbefreiungsschlag, wenn du begreifst, es wird niemals irgendeinen, den ich mir ausdenke, wird es lernen oder verstehen können. Ich muss es wissen und dann kann ich mir das in die Köpfe der Leute hineindenken. So wie ich mir jetzt das in meinen Geistesfunk folge und Konsorten hineindenke. Und es wird immer mehr von dem verstanden, was in einem selbst drin ist, nämlich UB86LAJUM, der absolute Mittelpunkt. Gut? Mhm. Und jetzt müssen wir aber wieder zurück. Wir waren nämlich hier bei der Nähnadel. Ich habe jetzt nur das Wort Näh. Jetzt gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten, das darzulegen. Wir können zum einen die Nähnadel, ich habe ich jetzt erst einmal, wir machen mal die Konsonante Radix NH. Ganz abstrakt ist es erst einmal die Existenz, etwas Existierendes, was du wahrnimmst. Und da haben wir schon mal eine Klage. Jetzt müssen wir wissen, wie der rückhebraisiert heißt. Das Koll heißt alles. Und AGE ist auch, ich denke an das englische Wort Age. Alles alterniert. Aged. Alterniert. Dann haben wir eine Pracht. Da haben wir unsere Frau übrigens. B ist ja F. Ja. Wild. Wild ist das Bild im Kind. JD in Schrecken versetzt. Im Kind wild ist Bild. Den Fragebogen, das ist unser Gesichtsfeld vor uns, in Schrecken versetzt. Das natürlich kann auch was Schönes sein. Nächste Möglichkeit, wir machen hier ein Vokal dazwischen, unser Na. Dann wirst du plötzlich feststellen, Sein, ein geistiger Sein, ein geistiger Schöpfer ist immer die Quintessenz. Was Existierendes, eine existierende Schöpfung ist immer irgendeine Wahrnehmung. Das passt dann alles schön zusammen. Merkst du das? Ja. Schön lieblich gut ist es, wenn es exakt zusammenpasst. Und der Wellenberg und das Wellental, das Formspiegel und den Hindernspiegel, das passt perfekt zusammen. Dann ist es passend und schön. Ich gehe jetzt noch nicht so, ach, wichtig ist jetzt die letzte Möglichkeit. Wir können ja das auch das A mit einem Ain schreiben. Na. Schauen wir mal, was das ist. Und jetzt hat's da den Vogel raus. Noah. Das ist ein biblischer Eigennamen. Noah, nicht zu verwechseln mit dem Noah. Der schreibt sich nämlich nur der Noah in der Bibel mit der Arche, der schreibt sich ja so. Ah, Entschuldigung. Das ist der Noah mit der Arche, der schreibt sich nur in Chat, das hast du auch in der Ruhe sein. Absolut ruhen, sich ausruhen, wenn du in die Arche hineingehst, wo alles auch mit drin ist, alles andere. Dieses Na,
diese Eigenname, die müsste man sich jetzt mal genauer anschauen. Was ich jetzt zum Beispiel sofort sehe, ich sehe die 2701 von unserem ersten Satz. Ja, wo steht da 2701? Das steckt da mit drin. Glaubst du es oder glaubst du es nicht? Schauen wir mal, das Wort kommt nämlich nur einmal in der Bibel vor, als Einzelsingular geschrieben. Mhm. Wir suchen uns einfach mal das her, wo dieser Eigenname. Siehst du? Ja. Und zwar in Mose 4, Kapitel 27,01. Ab vorne. Ja. Es ist die Schwierigkeit, wenn ich als Brüssel-Uder auftrete, kann ich mir bloß sagen, du hast keine Vorstellung, wie klein ich mich mache, dass ich mit dir kommunizieren kann. Das ist wie wenn du in einen Ameisenbau reingehst. Ja. Und ich versuche es mit Ameisen zu unterhalten. Das muss dir jetzt keine Angst machen, weil ich dir ständig erkläre, dass du schon alles bist und dass alles in dir drin ist. Dass ich immer wieder betone, dein jetziges Leben, deine Rolle, die du spielst in der Personifizierung, ist maßgeschneidert, um dich wach sehen zu lassen. Aber da musst du zuerst wach werden, solange du dich ständig verwechselst mit dem, der du zu sein glaubst, der jetzt vor dem Computer sitzt. Musst du dich nichts denken, lebe dein Leben, aber lebe es wie ein Schauspieler, der bewusst eine Rolle spielt. Okay? Mhm. Und dann musst du Gut und Böse immer austauschen, alles um 180 Grad drehen. Ich will nur ganz, ganz kurz zeigen, wenn wir jetzt den Vers lesen, ist das natürlich ein absoluter Wahnsinn, weil das sagt dir überhaupt nichts. Das heißt, wenn eine sagt, du musst die Bibel, die Dora studieren, mit dieser Übersetzung und es nahe, nein, merkst du schon, das hat aber nichts damit zu tun. Herzu die Töchter Zelophkats, des Sohns Hefers, des Sohns Gileads, des Sohns Machirs, des Sohns bla bla bla, eigentlich nur ein, da haben wir den Noah, siehst du? Mhm. Ja. Ich will dir nur zeigen, die ersten Wörter. Das beginnt, sagst es nahe heran, das Hananähen, das Annähern, sich annähern. Die Einzelteile davon ist unser Karet, wo wir angefangen haben. Erinner dich, ein N hinten dran heißt dann Opfer. Ich springe ganz kurz rein. Das war die Radix für annähern. Da haben wir jetzt das Innere, die Mitte, sich annähern. Wir nähern Himmel und Erde zu der Mitte. Ich kann jetzt nochmal auf den Calvinismus hinweisen, dieser Glaube, wo es heißt, es ist alles vorherbestimmt, was du als Mensch magst, ob du ein guter bist oder ob du ein böser Mensch bist, bestimmt nicht, ob du in den Himmel oder in die Hölle kommst. Da haben wir schon wieder das Klassische, da außen ist eine Welt und da gibt es eine darüberliegende Welt vorgestellt, das nennen wir Himmel und wenn wir absinken in die Hölle, sind wir in der Hölle. Nein, alles, was du denkst, jeder Mensch, den du denkst, der entsteht in dem Moment, der kommt aus dir. Und wenn du nicht mehr denkst, geht jeder Mensch, ob das so gut oder böse ist, wieder dahin, wo er hergekommen ist, er fällt wieder in dich rein, weil du ein träumender Geist bist. Mhm. Das ist hundertprozentig sicher. Und wenn jetzt da eine Existenz, wenn wir da dran machen, das ist das sogenannte Korban, dann kriegst du zum einen ein Opfer, denk ein Schind davor, dann haben wir den Schöpfer. Der nähert sich jetzt immer mehr seiner eigenen Schöpfung an. Und das ist eine Darbringung. Die Generation von Bri, dieses Bri alleine. Schau dir das an, da steckt die Grundradix von Bara, ist eine vollkommene Genesung und Vervollkommnung. Bestimmt, gewiss, klar und sicher mache ich dich heil, ob du willst oder nicht. Ich mache aus dir etwas, was du schon im Meer bist. Heil. Schau mal, was wir da haben. Ja. Fragen? Jetzt habe ich wieder, ich sage, jetzt gibt es Geisteswungen, die Holofeeling studieren, die waren immer sprachloser. Und es gibt welche, da komme ich nicht mit, aber die erahnen es, weil sie sich mit Holofeeling beschäftigen und dann hast du weltliche Menschen, die sagen sofort, das ist ja eine Sekte. Stimmt oder stimmt? Mhm. Und das ist jetzt wichtig, dass diese Darbringung ist Welt. Das Opfern der Welt, und wir wissen ja, W-E-L-T, jetzt landest du bei uns am Brand. Der polare Rand. Sich annähern. Ja. Okay, da kann man auch das Äußere lesen, ist ein Auf und A-N-D, ein ich werde auf und abschwingen. Und ich muss jeden Gedanken opfern für einen neuen Gedanken. So einfach ist es.
So. Schau, du merkst, ich muss erklären, das Korban. Da steht jetzt aber interessanterweise, wenn du das weißt, und du bringst näher diese existierende Wahrnehmung. Ben Ha, Ben ist der Sohn, sein Sohn ist Benna, ist ein Bauen, ein Errichten, du baust etwas auf, du errichtest etwas, okay? Und interessant, Kur ist kalt. Die affine Berechnung ist immer zuerst einmal wie eine doppelt aufgespanntes OND, ein Auf- und Abschwingen, und das ist die Wand, die du vor dir hast, das sind deine zwei Quadratflächen, wo das hin und her schwingt. Dann wirst du K-Alt wie Gott gespiegelt in einer Hülle stecken. Belut, Blut ist der Adam. Der Adam steckt in einer Hülle. Und dann kriegst du, wenn du das begreifst, deinen Seelenfrieden, Frieden, das ist die Frucht des Paradieses. Stimmt oder stimmt? Jetzt ist aber so, wenn du das nicht weißt, hast du eine Reifenpanne. Das ist jetzt modern, eine technische Störung. Denk an den Reifen. Rei heißt Spiegel und Fen, Ben ist nur ein Aspekt. Mhm. Jetzt ist aber Fen, Ben. Sind zwei Aspekte, eine mit der Facette und eine mit dem Wissen. Fen, Ben. Zwei Aspekte ist Panim. Penim heißt zum einen die geistige Sicht, das Ansehen, das Aussehen und das Innere. Ich weiß, das ist jetzt wirklich, ich mache trotzdem weiter. Dann wird es hier, er nahte herzu zu den Töchtern. Schau mal, das Wort Töchter beginnt mit Ben, aber mit einer weiblichen Endung. Die polare Existenz ist eine aufgespannte Erscheinung. Das sind die Töchter. Wenn ich im mache, Ben im, dann sind es die Söhne. Das ist die männliche Pluralendung und das ist die feminine Pluralendung. Aber was noch viel interessanter ist, dass diese Töchter, B als Vorsilbe gelesen, in Not kommen. Ich kann auch sagen, die Söhne, die zu aufgespannten Erscheinungen werden, sind dann in der Not. Und was heißt die Not? Die Not, die wohnen dann in ihren eigenen Wohnungen, in ihren eigenen Träumen. Kannst du folgen? Ja. So, das heißt, und das ist der Sohn des, dieses Zellofatz, das beginnt schon mit Zell, mit einem Schatten. Die Geburt von Licht ist ein Schatten. Okay? Das ist jetzt eine Eigenname unten. Siehst du das? Mhm. Aber das setzt sich ja zusammen. Sagst du mal, hier ist das ein Schatten. Und dieser Schatten ist Furcht, Schrecken, logisch berechnete Ecken. Die logisch berechneten Ecken sind ein Schatten. Und die fangen an zu zittern. Das heißt, es schwingt jetzt mit Lichtgeschwindigkeit in diesen Spiegelkomplex sich hoch. Interessant, ne? Mhm. Und der Sohn von dem hier, das ist jetzt Auskundschaften. Er grub aus sich etwas heraus. Schamrot sein ist natürlich wieder Sache. Was machst du aus dem Wort Schamrot? Scham heißt zum einen Shinmem. Ob man Schem oder Scham aussprechen, heißt einmal Name, Wort, ein doppelt aufgespannter Ort und heißt auch dort. Und Rot, wissen wir, ist der Adam. Und so weiter und so weiter. Das lassen wir jetzt aber gut sein, weil du merkst, das Erschließen mit dem Zeug, was dir Theologen erklären, das ist lächerlich. Aber es ist, die Vatersprache ist allumfassend. Es führt dich in ein allumfassendes System hinein, das in sich selber absolut lückenlos perfekt ist. Und es geht dann so ein paar Kleinigkeiten los, wenn wir jetzt reinspringen. Und das war eigentlich, wenn ich genau war, ist das Pandarei im Griechischen. Da sieht man jetzt schon dieses P ist B, ist ein Doppel-D. Und ich habe da gesagt, wenn wir jetzt das Pan uns anschauen, das ist ja Vorsilbe, jetzt hast du mal All. Du merkst All, das Pan von dir, All, allgeweiht, ganz heilig. Das ist Holofeeling, ist absolut ganz heilig, es ist geweiht und so weiter, ganz heilig, die Reihe in Kopf des Schöpfergottes, die Reinheit, Heid, Haid kann man lesen, wie buchstabiert ist alles, wie du es buchstabiert, die Heiligkeit des Allerheiligsten, das ist der Tempel Ubes im Zentrum. Und dann haben wir ja dieses Da, der Wachraum, wir hängen jetzt Panthe dran, das ist die Grundform von Pandarei. Und das haben wir ja im letzten Selbstgespräch überall auf allen Seiten, überall hin.
Und dann habe ich darauf hingewiesen, auf diese kleine Radix auf allen Seiten, also ins Geviert setzen. Okay? Mhm. Jetzt ist es das erste Mal, dass dieses Dios, ich habe hier einige weggelassen, die habe ich nicht genau erklärt, aber das müssen wir jetzt ganz, ganz kurz nochmal machen. Seltsamerweise beginnt es schon mit den Großbuchstaben. Und das habe ich auch mit angegeben, dieses Dios. Und dann kommt jetzt erst ein Riesenschwall von Worten, dass das ja die Gamma ist. Das müssen wir jetzt alles extra wissen, was das bedeutet. Und dann habe ich schlichtweg darauf hingewiesen, dass das Feminin lautet häufig Dia, kommt von Dia. Okay, kurze A, Dia ist eigentlich das Auseinandergeschmissene. Ich habe gesagt, man müsste es jetzt alles leben. Die Dios ist von Gottheiten, das sind meine Geistesfunken, das sind die Meister. Ich mache euch jetzt zum Meister und ich bin der Meister aller Meister, aber nur meine Geistesfunken. Und alle Geistesfunken sind eigentlich ein Geist, nur jeder Geistesfunken hat ein anderes Programm zu durchschauen. So passt das schön. Wenn du dir die Mühe machst, natürlich durcharbeiten heißt nicht nur das Deutsche lesen, sondern sich das genauer anschauen, dass wir hier zum Beispiel runterfahren müssen, da wirst du dann viel Zeug lesen und wenn du dir die Mühe machst, wirst du feststellen, dass dieses Dios eigentlich heißt von Zeus Geck eben. Okay? Ja. Von Zeus Geck Gack, das Ausgedachte, die Wellen sind eigentlich eben Expen. Wenn du jetzt den Zeus nachschaust, wirst du feststellen, dass dieses Zeus Zeus kommt eigentlich aus dem Dias. Das ist der hier. Und wer gibt dir das Holo-Feeling? IUB. IUB. Stimmt oder stimmt? Ja. Das führt uns zwangsläufig wieder hier die letzten Worte bis 11.26. Hörst du an und dann kannst du anhalten. Das ist genau der Punkt, dass da der Zeus neu am Himmel auftaucht. Der Jupiter. Die Jungfrauengeburt wird hier beschrieben. Das ist der Weißenburg-Vertrag. Ja. Okay. Jetzt pass auf. Jetzt ist hier, wir lassen dann gleich gut sein. Da kommt Iron. Dieses Hieron, die Vorsilbe, das ist interessant. Man macht immer ein H davor. Das ist weiblich. Ach, bin ich jetzt denn dumm? Jetzt habe ich einen Blackout. Hieron. Den brauchen wir. So, jetzt. Da habe ich schon gesagt, hier von vornherein, das war mein Fehler. Habe ich die Opferverkleidung? Da machen wir den Ono mit dazu, da springen wir gleich runter. Das ist jetzt erst einmal das heilige Kraut. Und hier dieses Wort, schau mal die Hieroglyphen. Ich rede immer von den hebräischen Zeichen. Hm. Das Iro, On heißt sein, Iro ist heilig. Darum heißt es immer hier, die Heiligkeit ist hier. Das H wird weggelassen in der Umschreibung. Schau mal, was da drüber ist. Ein Punkt mit einer Schlangenlinie. Mhm. Alles, was hier ist, wir drehen zuerst einmal unsere Vergangenheit und Zukunft in das Anoki, in die Transversallinie, wenn ich so mache. Genau genommen eigentlich aus dem Nullpunkt springt, überlegt die Nulllinie heraus, wir sind im Meer und dann haben wir das, was wir uns denken und es schwingt jetzt zusammen, genau auf der Wasseroberfläche, die wir uns ausdenken. Da können immer zwei Seiten dazu. Dieses hier fängt an zu kreisen. Oh, stimmt oder stimmt? Das Ganze passiert in einem Spiegel, das ist die 9. Der Wert für 9, siehst du, jetzt haben wir den Wasserspiegel mit dem Kreisen. Mhm. Interessant, es ist aber das 8. Zeichen. Also 8 ist 9, aber wird als 8. Jetzt wenn du zählst, der Witz ist, dass eins dieser Zeichen wird als Zahl weglassen. Müssen wir aber weg, hat einen tiefen Sinn, müssen wir sich einmal fragen, wieso das keinen Zahlenwert hat. Würde ich aber wieder ausgleichen. Schauen, da kommt als nächstes, hier fängt etwas in dir an, ein Augenblick, Beckenblick anzukreisen innerhalb dieser Ecken. Und das ist eine Welle. Gall.
Und das ist der Augenblick. Als 70 gelesen. Darum ist ja auch die Ivri, die Hebräer, die schreiben sich ja, das wird EBR ausgesprochen, wir wissen, BR ist das Äußere. Da kann ich jetzt, die 70 ist der Augenblick auf was Äußeres, auf eine polare Berechnung. Eber. Das ist das Ivri. Ivri ist Hebräisch. Eberi. Kommen wir gleich dazu. Das ist der Embrus, der eine Seite, die Vergangenheit überschreiten. Und das ist das Ivri, wird es ausgesprochen. Die Hieroglyphe, die Hieroglyphen, die liefen. Die fangen an zu laufen. Aber wo fangen die an zu laufen? Da ist eine Kollektion in der Mitte. Und dann haben wir hüben zwei und drüben zwei. Schau bitte das kleine Bild an. Der absolute Nullpunkt, den wir uns ausdenken, das ist das Nihilo, das Nichts, das absolute Nichts. Mhm. Und jetzt springt eine Gedankenwelle auf. Aber sobald wir die zwei haben, müssen wir unten auf der unteren Seite, das sind die vier Seiten, das ist der Einheitskreis. Und sobald wir uns das denken, wird es 8, dann wird es 16. Das ist ein reines arithmetisches System. Der Pyramidenwert haben wir dann den Spiegel in der Mitte. Und dann wird da was aufgespannt und da was aufgespannt. Und jetzt siehst du dann schon die 6, die 9. Das würde ich dann übrigens hier zu dem hier. Wir können die 6, die 9 horizontal und vertikal spiegeln. Da kriegen wir diese Kleinbuchstaben, die 186 ergeben. Kannst du dich erinnern? Mhm. Aber jetzt lassen wir es dann gut sein. Die Hieroglyphik, da kriegst du immer wieder, da steckt die Physik mit drin. Jede Kleinigkeit ist perfekt. Ein Wissen ohne Ende. Und das Schöne kommt jetzt bei Holofeeling, ich mache das so einfach in einen Satz. Den Traum erlebt bloß der Geist, der träumt. Bumm. Ist das so schwer zu verstehen? Was ist ein Geist? An was denkst du, wenn du an einen Geist denkst? Der Geist selber ist nur das Wort Geist. Aber das Wort Geist ist kein Geist, das ist schon eine Information. Schon ausgegangen. Das ist die Sache mit dem Rotgelesenen. Rotgelesen für dich aber, wenn ich weiß, dass das Adam auch rot heißt, diese Radix, ist etwas, was ich denke, ich kann es wissen, aber ich kann es in der Vorstellung immer bloß in Form von Existenzen vorstellen. Das muss ja in mir auftauchen. Ich muss ja eine Form, ich muss meiner 200 Gramm roten Gnede, muss ich ja eine Form geben. Der träumende Geist fängt zum Träumen an, wenn er sich selber Informationen gibt. Informationen, Internet, Außenformationen, AUS, scharfes S, ist ja unser Beta, AOB, die Schöpfung einer aufgespannten Polarität. Das ist die Beschwörungskunst. Was beschwörst du alles? Jetzt solltest du dir bewusst machen, dass dein jetziger Intellekt, den du bist da, du bist jetzt, all die Sachen, die du dir ausdenkst, wo du hundertprozentig sicher bist, dass das stimmt, dass das richtig ist und dass das unabhängig von dir da außen existiert, auch wenn du nicht dran denkst oder dass das, was du jetzt denkst, schon in der Vergangenheit war, bevor du es gedacht hast. Sowas als hundertprozentig sicher anzusehen. Jetzt springe ich wieder zu unserem ausgedachten Mathematikprofessor, der ja nur deshalb existiert, weil ich ihn denke. Ich verfüge über das Bewusstsein, dass ich nicht zu niemandem, den ich mir ausdenke, vorwerfe, dass es so ist, wie ich in mir denke. Bist du schon ich? In meinem Traum kann ich mir aber nicht raussuchen, was ich denke. Aber ich habe zu lernen, was ich selbst bin und was meine Gedanken sind. Und ein Mathematikprofessor, der hier dann schon wieder in die Einseitigkeit abgleitet, ich zitiere fast wörtlich, wo er sagt, fragt man, ob 0,999 Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen 1 ist oder nicht, wann so und so viel Prozent, über die Hälfte, glaube ich, waren es, der Abiturienten sagen, es ist nicht 1, weil es fällt ja immer noch ein Unendlichstel zu 1. Und selbst sagt er dann, wenn du 3 oder 4 Stunden Semester Mathematik studiert hast, wenn immer noch, ich sage jetzt einfach mal 30%, kannst du nachschauen, was er sagt, immer noch glauben, dass es nicht 1 ist. Und ich werde euch jetzt beweisen, da muss ich aber etwas ausholen und dann sagt er, der hat entdeckt und der Mathematiker das System entdeckt und das System und dann werde ich euch beweisen, dass es doch 1 ist. Mhm. Und damit hat er sich schon wieder entheiligt. In Maßsetzung von Mathematik. Gelerntes Wissen, das er geistlos rezitiert und daherplappert. Mhm. Und ich werde dir beweisen, dass 0,999 Bündchen, Bündchen, genau das ist, was jetzt ist.
einfach nur eine Information, jetzt ein Geräusch oder auf dem Bildschirm einige Zeichen, die genau genommen gar keine Zeichen sind, sondern Lämpchen, winzige kleine Lämpchen mit unterschiedlichen Helligkeiten. Stimmt oder stimmt? Und wenn du weißt, dass wenn du aus deinem Becken herausschaust, dass alles, was da außen ist, wenn du eine VR-Brille aufhast, eigentlich deine Information ist. Hüben 3 und drüben 3. Das ist das Spiel. Das ist erst einmal ein Ansatz, den kann man verstehen, ohne dass ich die Matrix mache. Und die muss immer eins klar sein, die Rechenvorgänge, die du dir ausdenkst, wie was funktioniert. Ich habe das so oft im Kleinen gesagt, wenn du jetzt was schreibst, wenn wir irgendeine Datei aufmachen, meinetwegen jetzt im Word, wenn du schreibst, und du hast jetzt, mach mal einfach Folgendes, du nimmst jetzt, ich sag mal, die Hologrammatik. Du lädst es mit Word oder mit LibreOffice, bei PDF geht es in der Regel nicht, weil die meisten ja nur einen PDF-Reader haben, weil das Schreibprogramm sehr teuer ist, man hat ja meistens nur immer zum Lesen, den kostenlosen, und dann markierst du einen einzigen Buchstaben in der Mitte des Blattes auf irgendeiner Seite. Und dann tust du einfach vergrößern, den einen Buchstaben größer machen. Ja. Wenn du den größer machst, rutscht ja jetzt auf deiner Seite, die du hast, rutscht es ja auseinander, weil nur der Buchstabe größer wird und die anderen bleiben alle gleich. Und da musst du jetzt rein, wenn du jetzt normal logisch denkst und du denkst dir jetzt das vorher, wenn das in der Mitte, irgendeine Seite in der Mitte, ich sage mal die Seite 120, ist dieser Buchstabe, den wir größer machen, muss ich ja im Zahlenumbruch das komplette Dokument alles verschieben, wenn ich mir das ausdenke. Weil ich ja genau genommen dieses Pixelarrangement von dem Blatt Papier, die kleine Seite, die Schriftzeichen, ist ja wie ein kleiner Bildschirm in dem großen Bildschirm, ja, wo praktisch hier das Schriftzeichen dargestellt wird in Form von einer Punktmatrix. Mhm. Wenn ich jetzt nur diesen Buchstaben vergrößere, muss ich ja diesen Ausschnitt größer machen, weil das Zeichen bleibt ja gleich in der Punktmatrix. Ja. Und dann muss ich alles drumherum verschieben. Weißt du, was das jetzt rein logisch für einen Rechenaufwand ist? Die Schwierigkeit ist, wie beim Handy. Es funktioniert doch. Jeder glaubt zu wissen, wie es funktioniert, weil es funktioniert. Ja, bis man genauer hinschaut und du wirst feststellen, so wie die Physiker das erklären, kann das gar nicht funktionieren. Es funktioniert, weil du glaubst, dass es funktioniert. Alles, was du glaubst, ist genauso, wie du dir es denkst, für dich. Dass du zum Beispiel von deiner Mutter geboren wurdest. Ist vollkommen logisch, aber nicht besonders geistreich, sagt der Udo. Das sind die Sätze, die reinkommen. Kannst du es beschwören? Weißt du, wie erschreckend das ist für einen Geist, wenn er erkennt, dass er ein jetzt ausgedachtes Leben hat? Was denkst du, wenn du an dein Leben denkst? Das ist ein Riesen-Chat. Du kannst dein Leben genauso wenig denken, wie du deine Küche anschauen kannst. Das, was du siehst, ist nicht deine Küche. Du weißt, was deine Küche ist. Fangen wir mal an, aufzuschreiben, was in einer Küche alles drin ist. Dann wirst du feststellen, es wird ein so dickes Buch. Und dann ist bei Weitem noch nicht alles drin, das werde ich dir beweisen. Weil du, wenn du schreibst Salz, Salz ist ja schon wieder eine Kollektion. Was weißt du alles über das Wort Salz? Dann kannst du dir ein Bild machen mit den kleinen Salzkristallen. Aber sobald du das hast, ist das Wort Kristall da. Dann kann man in die Chemie gehen. Was weißt du mit Natron? Natrium, bla 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 bla, die Salze. Das ist alles, hängt alles mit ein zusammen. Ein Riesenkomplex, das ist das, was ich dir versuche hier zu beschreiben mit den Worten. Bloß, dass hier plötzlich ein ganz simples arithmetisches System dahinter ist, das ist die Vordersprache. Ja. Es ist die Matrix, mit der du deine Welt entwirfst. So wie wenn du jetzt ein 3D-Videospiel wie Half-Life spielst, mit das Beste zurzeit, die beste 3D-Videosimulation für VR-Brille. Interessant ist HALF. Von HAL sind die Facetten, die Leben bedeuten. Wie komplex der schon im Hintergrund ist, ist, da müsste ich jetzt Programmierer sein und dann wirst du feststellen, wenn du auf die Programmiererebene gehst, das habe ich zigfach angesprochen, da hast du wieder Fachidioten von Fachidioten von Fachidioten, dass du wieder in diesen Firmen, die jetzt nur ein Gedanke sind, da außen ist nichts, halt, verdammt nochmal, das erste und das zweite Gebot. Mach dir kein Bild von dir selbst. Das ist das Erste, was ich dir erkläre, was du bist. Und mach dir kein Bild von irgendwas da draußen. D-R-A-U, scharfes S-A-U-B. Die geöffnete Berechnung ist deine eigene Beschwörungskunst. Und das ist immer die Schöpfung von aufgespannten Polaritäten. Mhm.
Aber da siehst du momentan, solange du maskiert bist, bloß eine Seite. Ist es so schwer zu verstehen, wenn ich dich jetzt frage, ist es hell oder dunkel, dann sagst du, es ist hell und dann wirst du jetzt irgendwann wissen, als der Beobachter, da muss ich jetzt ganz kurz noch was reinschieben, das weiß mir gerade kommt, die Weisheit pur. Warte mal einen kleinen Moment, dann lassen wir es aber gut sein. So, jetzt pass auf. Ich sage doch immer wieder, du musst alles umdrehen. Die Guten waren die Bösen und die Bösen waren die Guten. Denk an den Faust. Ich nehme immer den Faust und den Mephisto. Und mit all dem, zum Schönen, machen wir einen schönen Abschluss. Wir springen jetzt einmal da rein. Im Auftrag des Teufels. Im Wismar heißt das Meer, ist der Schöpfer UB. Okay? Dann haben wir, TR ist eine Reihe des Schöpfergeistes. Und jetzt kommt das Meistersansprache. Ich habe doch gerade gesagt, ich bin der Meister aller Meister. Und die Meister, M gleich G, MG, Mag, der Zaubermeister, schreibt sich ja MG. Ich bringe es nochmal. MG ist der Zauberer, der Magier. Das ist 43. Wir können die, kann zusammen, machen wir mal nur das M und ich kann aus dem M AG machen. Und dann, wenn du das magst, wo habe ich jetzt den Ding hingestellt? Bin ich denn jetzt Auftrag des Teufels? Ach doch mal. Dann haben wir hier im Auftrag des Teufels haben wir den Meister und die Meister sind die Geister, MG. Und du bist ein Geistesfunk, du bist einer der Meister, wenn du anfängst, Holofeeling zu studieren, aber da brauchst du den Meister aller Meister, das bin ich. Und jetzt hören wir uns einmal diese Sprache, die Ansprache des Meisters an. Eitelkeit, eindeutig meine Lieblingssünde. Der Ton ist da, oder? Ja, ist da. Also, schauen wir mal. Für wen trägst du eigentlich diese schweren Steine durch die Gegend? Für wen trägst du die schweren Steine durch die Gegend? Das sind deine ganzen Selbstschuldzuweisungen, die du machst, deine Sorgen, die du dir denkst, was da außen passiert, wie schlimm das alles sein könnte. Wisch und weg, wenn du im Hier und Jetzt bist. Für Gott. Für Gott? Jetzt pass auf, ich kläre dir auf, was Gott ist. Ist es das? Gott? Dann pass mal gut auf. Ich gebe dir jetzt mal ein paar Insider-Informationen. Insider-Informationen. Alles, was ist, ist in uns. Okay? Und du musst jetzt dich erheben. H ist eben. Und dich selber beobachten. Und wenn du anfängst, dich selber zu beobachten, ohne dich einzumischen. Die Kunst ist es, dich selbst in deiner Rolle zu beobachten und dir jeden Moment bewusst zu machen, was für eine Information in dir träumenden Geist auftaucht und wie du zwanghaft jede dieser Momente interpretierst in deinem Kopf. Ich nenne das Hirnwichserei und vor allem es auch qualitativ einseitig bewertest. Über Gott. Gott sieht gerne zu. Er beobachtet nur. Ich habe einen Riesenspaß, meine Tierchen anzugucken. Ich nenne das Tierchen gucken. Er ist ein Voyeur. Ich bin ein Voyeur. Aber eine in einem Versteck, in einem Eck, im Zentrum dieser Ecke. Ich mische mich nicht ein. Ist das negativ oder positiv? Es ist die absolut präzise Beschreibung einer Selbstbeobachtung. Hm. Der absoluten Selbstbeobachtung, ohne sich einzumischen. Ich habe dir doch die Freiheit gegeben, dass du dich selber entschlüsselst. Denk mal darüber nach. Er gibt den... DR, die geöffnete Berechnung, hebräisch Generation, ist UBR, Bolaa weg, wir sind bei unserer Welt. Denk mal darüber, entschät nach, Noah heißt ruhen, da bewegt sich nichts. Es ist ein ständiger Wechsel der Gnede im Hier und Jetzt, da es sich mit Lichtgeschwindigkeit bewegt, bewegt es sich gar nicht. Das ist übrigens dann unser arithmetisch, wenn man dann in der Physik die höchste Geschwindigkeit, bleibt alles der Raum,
fällt in einem Punkt zusammen und die Zeit wird ewig. Aber wir wissen, die Ewigkeit ist der Punkt, in dem sich alles befindet. Denk mal darüber nach. Menschen Instinkte. Er gibt den Menschen Instinkte, Gefühle. Er gibt euch diese außergewöhnlich fantastische Gabe und was tut er dann? Ich schwöre dir, nur zu seinem eigenen Vergnügen. Genau so ist es. Meine ganzen Romane, meine ganzen Charaktere denke ich mir aus, dass ich mich in der Ewigkeit nicht zu Tode langweile. Als sein eigenes privates, kosmisches Schmier. Kosmos heißt Ordnung. Schmieren, die Order beginnt mit Scham, IER, haben wir schon gehabt, Iros, hier, Scham, dort, Wort, Hieros, habe ich, alle Worte habe ich heute schon angesprochen, die Hieroglyphen, das ist es, Scham, Schem, der Name, das Wort ist dort, ein geöffneter Ort, eine erweckte Erscheinung, Hiero, ein heilig, hier eine heilige Erscheinung, jedes für sich, wenn du ganzheitlich denkst. Theater, verändert er die Regeln? Ständig, ich erweitere die. Die Veränderung besteht darin, dass ich alle Regeln, die bisher bis da oder da waren, absolut gleich geltend beibelasse, aber ich erweitere die, so wie ich aus einem Buchstaben durch Hinzufügen neuer Buchstaben ein Wort mache und so wie ich aus einem Wort durch Hinzufügen wieder anderer Worte einen Satz mache und aus dem Satz dann mehr oder weniger ein Kapitel, ein Kapitelchen, jetzt sind wir schon oben. Das ist das Kapitel, das Kapitelchen ist das Hieroglyphenköpfchen, nennt man das auch. Hier sind diese Wellen oben, die Hieroglyphenköpfchen. Dreht sie einfach um, der größte Beschisser. Ich stelle sie um, ich drehe, tausche die Zeichen, drehe sie um. Das ist ja, das habe ich euch ja noch erlassen, wenn wir jetzt reinspringen. Fast nochmal zigfach gezeigt, der kleine Trick. Dann machen wir die Elke. Ein Auszug. Da erkläre ich dieses Prinzip. Kann man nachlesen, du bist ich, 416. Ich spreche es nochmal an. Wenn die Zeichenfolge Himmel genauer betrachtet, findest du, ich bleibe jetzt in einem deutschen Beispiel, im Hebräischen ist es noch viel komplexer, befindest du das Wort im. Und jetzt können wir hier im Himmel, wenn ich das aneinander lese, herausgenerieren, im Himmel rekonstruieren. Was ich jetzt hier mache, ist, dass du hier innerhalb von 7 Zeichen das machst und dass du die Reihenfolge beibelässt. Das ist aber eine einseitige Behauptung. Ich sage, du darfst auch innerhalb dieses Komplexes, was in der Kabbala gemacht wird, dann auch die Zeichen sogar noch vertauschen. Das ist dieses Spiel, wo du bestimmt kennst, wenn ich jetzt diesen Text, gehe ich jetzt nicht darauf ein, ich spreche es nur an, wenn ich jetzt in diesem Text alle Buchstaben innerhalb eines Wortes austausche und ich lasse nur den ersten und den letzten, das Alpha und das Omega mal symbolisch gesprochen, gleich stehen, wenn ich hier die Zeichenfolge des Z und des E stehen lasse und die anderen tausche ich wild aus, wirst du feststellen, du kannst den Text innerhalb von Sekunden, wenn du das Prinzip verstanden hast, fließen lesen, dir fällt es gar nicht mehr auf, du konstruierst es sofort hoch. Kennst du das? Folge, ist allgemein bekannt, wenn man sich ein bisschen interessiert. Das heißt, ich lasse die komplett so stehen, ich tausche nur innerhalb des Wortes die Zeichen aus. Ersten, letzten Buchstaben, Alpha, Omega, muss ich so sein lassen, wie es ist. Dann kannst du das fließen, jeden Text fließen lesen. Da lasse ich jetzt das noch weg. Ich sage unbedingt, das B heißt 2, DIN G, 2 Gesetze. Das ist das eine Gesetz und dass ich es austauschen darf, ist die andere Seite. Okay, und jetzt mache ich hier so eine kleine Kette, dass ich hier so mal zuerst das Beispiel, unsere hebräische Dora am Stücke lesen. Stell dir vor, das wären jetzt die hebräischen Zeichen, ohne Worteinteilung, ohne Masora. Oberflächlich ergibt es keinen Sinn. Natürlich wirst du jetzt in kleinen Happen das einmal schauen, was könnte das heißen. Ich weiß, die Zeichen wurden zusammengeschoben und dann lese ich hier ein seltsamer Leb, den Himmel kennt. Jetzt ist aber, wenn ich dieses Prinzip anwende, dass ich da was rausgeneriere, dann wirst du plötzlich einen komplexeren Text kriegen. Eine Eins. Ein E, ich darf ja welche überspringen, bis zu 7 Zeichen, sage ich hier. Mhm. In der Dora geht es noch wesentlich krasser, wenn du das Schöpfungsprogramm benutzt, aber ich will ja, dass du es nachvollziehen kannst. Eine 1, ISD, ist eine Insel, eine Insel. Verstanden? Ja. Eine 1 ist eine Insel.
Insel ist Ei auf Hebräisch. Wir müssen ja die Sprachen wechseln. Es sind wie verschiedene Perspektiven. Insel ist Ei, das ist der Schöpfergott und das ist nichts. Die eine ist nichts. Ein Seltsamer lebt, ich bin der Seltsame. Das Bewusstsein Gottes, SL, ist ein Same, ein Samen. Er ist ein seltsamer Samen. Er, E-Quadrat, Meer, er ist das Meer. Ich und du, wir sind das Meer, wir sind die erste Grundwelle, JCH und ICH. Der JCH ist unten, das Nichts, und das ICH ist dann schon auf der oberen Hälfte verbunden mit der oberen Welt, mit den Wellen. Er lebt im Himmel, HM, im Meer, und ML kann ich jetzt ein gestaltgewordenes Joch lesen, wenn ich da 70 mache. Ich kann auch das Meer von Gott lesen. Er lebt Eden, das Paradies. Und jetzt hängt hier noch die Elke, kennt Melgen. Mel haben wir heute schon gehabt, das Gegenüberliebende, das beschmitten ist, und Ken heißt ein Fundament, F unter, Mendior. Alles von dem Zeitpunkt, wo du bist, ich vielleicht vor 15 Jahren, 16 Jahren das erste Mal in der Hand gehalten hast, für mich war dieses Selbstgespräch damals schon in meinem Kopf. Und mein Kopf ist in deinem Kopf. Und das denkst du dir jetzt wie Zwiebelschalen aus. Ich bin dein eigenes Innerstes. Fragen? Nee. Also wie willst du reagieren, wenn einer hier Sachen sieht, dann sieht er die Holofeeling-Seite, er ist eine Sekte, sieht mir sofort. Hast du nicht dein ganzes Leben genauso agiert, dass du einen Reizauslöser hast und eine einseitig geistlos nachgeäffte Antwort dir gibst, eine Interpretation dir gibst, und du kommst dir so unendlich gescheit vor, normale Menschen, egal welchen Status sie haben, demonstrieren die Demonstro. Demonstrieren, da kommen die Monster her, demonstrieren die vollkommene Geistlosigkeit. Das sind die Figuren in deinem Traum, wobei wir denen das nicht vorwerfen müssen, weil was willst du denn von einem Gedanken, den du denkst, anderes erwarten? Hm. Aber trotzdem wiederum bist du ein Brösel unter Brösel. Und ich sage, da kann man wirklich, dann kommen meine Christussätze. Das, was du an anderen tust, tust du dir selber. Aber ich tue es nicht für dir, sondern dir, Geist, tue ich das Gute. Und der Rest, Figuren, kann Gedanken von dir leiden. Das ist immer so, am besten geht es deinen Freunden, deinen Bekannten, deinen Kindern geht es am besten, wenn du sie nicht denkst. Dann sind sie in der heiligen Einheit. Und wenn du sie denkst, dann sind sie so, wie du sie dir ausdenkst. Und jetzt kommt das Spiel wieder mit dem Verlieren. Wann hast du was verloren? Wenn du dir es ausdenkst oder wenn es eins ist mit dir? Aber dann habe ich ja nichts mehr davon. Das ist ja das Spiel. Dann machen wir ja, dass wir von uns selbst etwas haben. Eine wahrgenommene polare Existenz. Dass wir von uns selbst etwas haben, müssen wir in uns Divisionen erzeugen. Aber die sind immer eins durch. Eins durch. Das ist das Spiel zwischen innen und außen, diese Spiegelung. Und da ist kein Anfang und kein Ende. Es gibt aber eine höhere transversale Ebene, beziehungsweise eine extrem geistigere Tiefe. Den Narbissus. Hinabsteigen in das eigene Wissen, weil alles Wissen aus dir selbst kommt, auch das, was der Brüssel Udo dir jetzt erzählt. Jetzt könnte ich wieder sagen, wo ist jetzt? Was ist der Udo jetzt? Das Pixelmännchen? Die Lautsprecherstimme? Selbst der Lautsprecher ist nur ein Gedanke, zeig ihn mir. Ja, der ist in dem Gehäuse drin. Das ist das Geviert. Dieses Geviert ist unheimlich wichtig. Wenn wir, ich kann immer nicht aufhören, weil es ist so viele Sachen, die dir das Herz aufgehen lassen. Pass mal auf, wir machen mal was ganz was anderes. Wir springen mal ganz kurz in das Geviert hinein. So. Wir springen mal da in ein Geviert hinein. Gibt es das Wort auf Deutsch? Ich sage immer GE-Quadrat. Da waren wir hier, Kleinigkeit. Auf allen Seiten ins Geviert gesetzt. Das ist in diesem Geviert. Schau mal, das, wenn wir das im DWDS nachschauen, da haben wir schon GE-Quadrat, sind vier Spiegel. Ja. Das ist unser Tetraeder. Ein Viereck betont Quadrat.
Aber jetzt, pass auf, jetzt wird schön, wenn wir das anschauen. Rechteck, Quadrat in vier Teile. Dann landen wir irgendwann bei der 4 und jetzt schauen wir uns mal nach, was die 4 eigentlich bedeutet. Die 4, Fior, Phi, immer dran denken, F ist P, ist Pi. Das Pi, Orwism ist 70-30, immer wieder Vordersprache, hebraisieren, dann heißt es Pi erweckt. Jetzt erinnere dich, dass ich sage, den Quadrat gibt es eigentlich gar nicht, weil das ein K-Reihe-S ist, die 4 Seiten. Ja. Dieses Spiel, dass es ein Quadrat mit der Seitenlänge von 1 eine abstrakte Vorstellung ist, rein raumzeitlich gesehen kann es das gar nicht geben, weil die Oberflächenfraktal sind. Im letzten Selbstgespräch sage ich, wenn wir uns schon kurz das Bild an ein Quadrat denken, müssen wir immer die Diagonale machen und dann kommen wir in unsere Ecken. Ganz kurz haben wir doch heute schon gehabt, das kleine Bild. Das ist dieses Spiel. Das ist ein Quadrat. Und jetzt ist es interessant, da du immer nur eine Seite siehst, wenn ich jetzt da ein Dreieck nehme und mir sagen, das wäre eine Seitenlänge von 1, ich mache das nochmal, dann hätte ich ja das Quadrat, ist ja einmal 1, ist 1. Wenn ich jetzt die Hälfte weglasse, dann habe ich ja ein Dreieck, zwei Seiten mit 1 und die Diagonale. Und das ist jetzt eben eine transzendente Zahl. Das heißt, wenn ich jetzt da mir diese zwei Hälften nehme und ich rechne eine Hälfte aus und ich will die zweite ausrechnen, komme ich niemals auf 1, weil das eine transzendente Zahl ist. Da muss ich ja zweimal die Fläche von dem Dreieck nehmen. Und das ist niemals eine natürliche Zahl, wenn die Seitenlänge 1 ist. Mhm. Das ist eigentlich ganz einfaches Wissen. Ich weiß, da sind viele sind total überfordert dazu. Aber jetzt pass auf. Wir kommen jetzt wieder in das Griechische. G-R-I, Gri, G-R. Gehirnberechnung oder geistige Berechnung? Dass du zuerst einmal feststellst, dass dieses Pi, das erweckt wird in dir, durch eine Lautverschiebung, Betuor. Da steckt der Dudor und der Betscher mit drin, der Betschaft mit drin. Und dann landest du irgendwann einmal hier bei diesen zwei griechischen Wörtern. Die glaube ich, nehme das sogar, weil wir da keine Schriftzeichen haben. Das heißt 4 und das heißt auch 4. Und wenn wir uns die jetzt anschauen, das ist übrigens die ST-Lautwandlung, die du hast, ganz einfach zu merken, mens, auf Lateinisch heißt ja denken und mendior, das sage ich so oft, da wird das S zu einem T. Im Hebräischen übrigens ist es T ein doppeltes Zeichen, das wird S und T ausgesprochen. Wenn du ins Althebräisch gehst, das sind alles Spezialgebiete, wo mit einem Spezialgebiet wirst du niemals erfahren oder wissen, was alles bedeutet. Und dann ist es TAF, die klassische Aussprache für die 400, heißt auch Saf, wird auch Saf ausgesprochen. Und da schauen wir jetzt ganz kurz einmal rein, hier in diese 4, und zwar machen wir immer wieder die ersten zwei Buchstaben. Wir machen zuerst einmal dieses Tet, und du siehst jetzt schon, das ist Pi. Wenn ich jetzt das hier anschaue. Ja. Und da machen wir zuerst einmal TE, was das bedeutet. Der erste Artikel ist ein enklitischer Partikel, das heißt, es wird immer was angehängt. Gilt überall über Gott als allgemeinstes B, Bin, D im Wissen. Zwischen Z, W, Ischen heißt es hier das Wissen von doppelt aufgespannten Orten, Bindeworten. Welches bloß anzeigt, dass das W oder doppelt aufgespannte J, welchen Es, E Quadrat, wir in Ruhe gesetzt ist, im Zusammenhang, im Meer, in der Nulllinie mit einem anderen entweder doppelt aufgespannt generiert, vorausgegangenen oder nachfolgenden gefasst werden muss. Das heißt, du musst das vorausgehende Wellenberg und Wellendal musst du zusammenfassen, ein enklitisches verbinden. Das machen wir ganz einfach, indem wir das in die Transversale drehen. Okay? Mhm. Und jetzt müssen wir hier, pass auf, jetzt wird es interessant, wir schauen uns das einmal an, diese kleine Stelle. Da steht zum Beispiel Pater, Andron, D, Dion, D. Mal grob übersetzt, der Vater wie der Menschen, so der Götter. Das bin ich. Weil ich mit allen zusammenhänge. Ich bin der Vater der Menschen wie auch der Götter. Jetzt ist natürlich beim Menschen wieder, sobald wir was denken, haben wir zuerst zwei Seiten, reden wir von einem Adam oder reden wir von Enosch. Reden wir von einem sterblichen Trockennasenaffen oder von dem Geist, der männlich und weiblich, Sieger wie in den Körper in sich ein träumender Geist ist.
jede dieser Kleinigkeiten, wenn ich die erkläre, jetzt pass auf, da wird es interessant. Autos, die bei des. Schau mal, da steht schon, Pi ist der Schöpfergott. Und dieses Ei kriegt eine kleine, das könnte ich jetzt insgesamt, jedes mit Holo-Feeling erkläre ich dir das bis ins Detail schlüssig, aus einem Zusammenhang heraus. Kannst du mir verfolgen? Ja. Das sind lauter solche, du kannst jetzt in jede Kleinigkeit reinfahren. Ein feierlicher, vielstimmiger, von Apoll gerichteter Gesang. Gott zur Abwendung einer von ihm verhängten Seuche zu bewegen. Ein helfender Gott. Ein Helfer, ein Retter, ein Befreier. Das ist Pi. Das ist das Wissen des Schöpfergottes. Ich werde nur Holofeeling, die Weisheit von Holofeeling, werde ich aus diesem Schlamassel, übrigens ein hebräisches Wort, Masseldorf, Schlamassel, ja, ist eigentlich jiddisch, herausbringen, das eigentlich überhaupt nichts Schlimmes ist, sondern das ist alles ein Spiel. SBI, meine Schwellen Gottes. Ein Scherz. Wenn du in diesen Shin-Ares, die logische Erde, Ares gelesen, kann man natürlich mit 70 lesen, aber es negativ. Das ist immer wieder so das Ding, habe ich so oft darauf hingewiesen. Das kann man Ares aussprechen mit einem 11, dann kriegst du die ERD, das erweckte Wissen, wenn ich es mit einer 70 schreibe. Dann kriegst du das Grauen. R, Shin, R, Ecken. Erweckte, logisch berechnete Ecken. Machst du deine Berechnungen ganzheitlich? Siehst du die Wurzel von allem ganzheitlich, dass ich weiß, Wurzel 2 ist immer plus minus, Wurzel 25 ist plus 5 minus 5. In deiner Arithmetik wird ein Wert weggelassen und du kommst in die Einseitigkeit und in dem Moment konstruierst du in deinen Kopf die raumzeitliche Vorstellung. Da gehe ich drauf ein. Wo sind die Mathematiker, die das gelernt haben? Letztendlich hängst du dran. Das ist wie mit der Infinitesimalmessung, die sich in deinen Geschichtsbüchern fast hunderte von Jahren dagegen wehrt haben, weil sie sagen, Infinitesimalrechnungen sind arithmetischer Schwachsinn, weil das eine Division oder Multiplikation mit Null ist. Nein. Aber es funktioniert ja. Es hat sich ja im Laufe der Jahrhunderte herausgestellt, dass jede Berechnung, die man macht, ist dann auch eingetroffen. Flugbahn berechnen zum Beispiel. Betonung liegt auf Flug, die Flugbahn. Weil von wo nach wo bewegst du dich eigentlich, wenn du das bloß in deinem Kopf hast? Stimmt oder stimmt? Mhm. Wir können natürlich auch das TT halten. Wir wollen da nur ganz kurz reinschauen, wo wir da hinführen. Und jetzt wirst du feststellen, das ist das mit der 4 und dann kommst du hier 4, 4, weil das die Vorsilbe ja von 4 ist. Und dann kommen wir zu der Zikadennaht, die Zikaden. Was sind denn Zikaden? Im ersten Moment, ganz verrückt, sagt dir das gar nichts. Eine Haarnadel, die Nadel haben wir heute schon gehabt. HR ist ein, mach die A's raus, dann hast du den Berg von einem Tausendfüßler. Diese Gedankenwellen, dieses Riesengemisch in der Fourier-Transformation. Und dann ist ein Kopf in einer, jetzt kriegst du plötzlich einen Scheitel, das ist die Nulllinie und aus dem Scheitel ein vorlagendes Haar. Aus dem Scheitel als Nulllinie betrachtet ist der Haar, der Berg, sind jetzt Facettenlichter, FL, die sind echte, festgeheftet. Und das führt uns dann zu den Autochtonen. Jetzt pass auf, lass uns das ganz kurz noch machen, weil das sowas verspannend ist. Da hast du schon mal Autos das selbst und GDs in Schrecken versetzt worden, beziehungsweise kollektive Spiegelungen. Das ist ein Eingeborener, hier entstanden, in Bewegung gesetzt. Der wird hier im Heiligen hier, Iros, im Heiligen hier, entsteht der und ein nicht existierender Geber ist der Geburtsgeber. Das ist der, das rote Ich, das in Verbindung mit einem blauen Ich, Gebor, Geber, der Geburtsgeber. Und du bist ein nicht existierender Quintessenz mehr, das eine Gestalt annimmt, einheimisch. Das Autos, das in Schrecken versetzt wird. Okay, aber wenn wir gerade dabei sind, schauen wir uns nur die Zikade an. Sind ja kleine Krabbelviecher, übrigens grün in der Regel. Siehst du, da haben wir die Zikaden. Das sind, sagst du mal, Gall-Liederfüßler.
Und wenn wir das jetzt durchgehen, wir bleiben mal bloß bei dem Wort, das beginnt mit Zig, wenn wir es hebraisieren. Das Geschenk sind zwei Facetten. Okay? Ja. Kommt übrigens aus dem Meer, Endmen. Pyramiden wert Ski. Ski, 310, Ski ist das Geschenk. Zick. Und dann haben wir Aden und das ist Eden. Das Geschenk aus Eden. Da kommt dann auch der Zirr. Und so weiter und so weiter. Und schau mal, Shin Abel. Abel, der Vatergott. Da haben wir übrigens wieder den Nabel und den Nebel. Wichtig, dass der Abel ist ja unser Hebel. Ich sage den Hebelpunkt. Das ist das hebräische Wort für Abel, Hebel. Und das ist es Nichts. Der Dunst, die Nichtigkeit ist Nichts. Man gebe mir einen festen Punkt, den nennt man den Hebelpunkt und ich hebe die Welt aus den Angeln. Der Punkt, das bist du und das bin ich in diesem Zentrum, wie ich dick. Wir sind das wie ich dickste auf der ganzen Welt, weil ohne uns wird es das um uns herum gar nicht geben, wenn wir uns nichts ausdenken. Und ich habe das natürlich jetzt nicht den Holger erklärt, sondern dem, der sich das Gespräch anhört. Weil der Gedanke Holger ist schon wieder weg, wenn du ihn nicht denkst. Der Gedanke Udo ist weg, wenn du ihn nicht denkst. Du kannst aber trotzdem auf dieser Bröselebene gedanklich, jetzt hast du meine geistige Familie so. Aber das darf nie ausufern, wo ich immer sage, mit einer Sekte. Wenn dann ich sage, es ist Holofeeling, ist eine Sekte, so ich versuche doch einzutreten. Da gibt es nichts, da gibt es keine Organisation. Selbst jetzt die Schriften, die du im Internet findest, die sind aus diesen Bröseln heraus, dass du mal aus dir heraus denkst du dir welche aus. Die können nicht anders. Meine Schreibstifte, wie ich das nenne. Die Andrea, die Diana, der Redo, mit den Gematrie-Explorer, dann der Andreas, sind ja zwei Andreas wieder, Andis. Andis, zwei Andrease, DD-Lautwandlung, der den Gematrie-Explorer programmiert hat. Ich habe zu denen nie gesagt, mach das. Jetzt der Ardo mit der neuen Internetseite, der sich mit Andrea zusammen, mit der Diana zusammentut, mit Dios, mit dem Jupiter, war inspiriert, was du immer aus dir, das kommt immer von mir. Die Kunst ist es, dass du deine innere Quelle anzapfst. Und du musst einfach wissen, alles von außen kommt gar nichts. Das ist aber alles Facetten, egal was irgendeiner behauptet, was in dir auftaucht, sind Puzzlestückchen vom Heiligen Ganzen. Ich betone immer wieder, du wirst von mir niemals hören, dass irgendeiner dieser Meinungen nicht wie ich dick wäre. Die sind alle wie ich in diesem Zentrum, weil alles spielt sich in diesem absoluten Mittelpunkt ab. Mhm. Und das ist der Heilungsprozess. Ich muss das nur akzeptieren und dann werde ich merken, wie das Ego, die Eitelkeit, das ist übrigens auch das schöne Button beim Hebel, ich habe jetzt ausgeschalten, das Buch der Predigt ist unheimlich wichtig. Und es beginnt ja mit, je nach Übersetzung, Eitelkeit, alles sind nur Eitelkeit. Andere Übersetzung, Nichtigkeiten ist alles Nichtigkeit. Wenn man jetzt gerade genau hingeschaut hat bei den Hebel, da steht nämlich auch Eitelkeit. Aber Ei wiederum kann ich mit 10 und mit 70 schreiben. Wenn was gleich klingt, hat es miteinander zu tun. Wir wandeln das, indem wir andere Zeichen ansetzen und das sind nur andere Perspektiven. Ist jetzt das Ai, das Nichts, der Schöpfergott, oder ist es Ai mit 70 geschrieben, ein augenblicklicher Intellekt, den ich benutze, oder die Quelle als Intellekt gelesen, die Rot-Blau-Lesung immer, wo ich meine einseitigen Bilder herausgeneriere. Es ist beides gleichzeitig, weil wenn ich jetzt dich wieder frage, was ist jetzt das, ist es Ai mit 10, mit 70 gelesen vorne, oder ist es mit 1 gelesen vorne, dann soll ich dieser Kategorie 2 Frage, die du mir jetzt stellst. Kategorie 2 Fragen sind Fragen, ist jetzt das richtig oder das richtig? Und ich sage immer dazu, das ist, wenn du dich fragst, ist es eine Welle eigentlich ein Berg oder ein Tal? Dein ganzes Leid, die ganze Fragestellung dieser Zombies um dich herum, es ist doch nur nachgequatschte Einseitigkeit. Mit einem Gefühl, so machen die den Eindruck, dass das für die hundertprozentig sicher die eine richtige Wahrheit ist. Und jetzt springen wir wieder in Ich bin du rein, ganz am Anfang, das solltest du dir immer wieder reinziehen, wenn du frei werden willst. Wahrlich, ich sage dir, 1000 Jahre, 11,
Jahre sind nur ein aller einziger Tag und der ist heute. Täglich kriegst du das Monat hier. Mhm. Und raus kommst du, wenn du es magst, wieder viel. Dass du dich so verhältst, dass du von allen geliebt wirst. In seinen Ort. Dann geht es irgendwann weiter. Aber jetzt sage ich schon wieder, das ist schon wieder Kategorie 2. Du wirst es auf der ausgedachten Ebene, wo es ja Gedankenwellen gibt, und mir sagen jetzt, das sind die, die mich lieben, dann müssen zwangsläufig welche da sein, die mich nicht lieben. Es gibt nicht, du kannst nicht von allen geliebt werden, außer du hast das Rote verstanden. Aber jetzt machen wir das, dass die, die dich lieben, dass die um dich herum in der Nahfeld sind, mit denen du als Brüssel und der Brüssel zu tun hast. Ich sage jetzt, Udo, ich habe mit so wenig Menschen blau gelesen zu tun, aber das sind alles extrem liebenswerte Menschen. Egal, ob ich die im sinnlich wahrgenommen im Bereich habe oder bloß jetzt wie mit dir. Volker, jetzt kann man zurückdenken, das ist Vergangenheit, dass wir uns schon mal gesehen haben, von Angesicht zu Angesicht. Ich kann mich nicht erinnern, weil damals so viele Leute waren, ich war zu Udo immer vergesslicher, was das anbelangt. Aber jetzt von Bildschirm, von Auge zu Bildschirm. Die Frage ist, was ist das Auge und was ist der Bildschirm? Be-Led? Schirm. Der Schirm ist natürlich, da geht es dann schon wieder weiter, der Magen David. Wir haben übrigens im Hebräischen zwei Wörter für Schirm, einer davon ist Magen. Das ist auch ein Schutzschild. Immer wenn man ein Schild lesen, Shin Ilet, die Logik des Kindes, das kann dich in Fetzen reißen oder du kannst das eins machen. Aber irgendwann wirst du merken, das eine gibt es nicht ohne das andere. Im Jetzt. Und dann hebt sich alles auf. Und dann wird das Leben spannend. Du hast keine Angst mehr. Weil wenn du dich jetzt erhebst, wenn du ein Voyeur wirst und deine Gefühle beobachtest, Auftrag des Teufels, Gott ist ein Voyeur, er gibt den Menschen Gefühle. Ich sage mal, fühlen ist wühlen, du musst was in dir aufwühlen, dass Informationen da sind. Ein Aufwühlen, das, was du in dir aufwühlst, ist das, was du fühlst. Was du nicht aufwühlst, existiert nicht. Ob man das auf Gefühle bezieht oder ob man das auf Informationen bezieht. Und immer dran denken, als Träume in der Geist symbolisch gesetzt, kannst du dir es nicht raussuchen. Aber du musst wissen, der dich in diese Schule des Lebens hineinschickt, in diese, wie ich immer sage, diese Vorschule, symbolisch, die voller Fehler ist. Der denkt sich bei jeder Kleinigkeit, die in dir auftaucht, denkt er dir was und nicht besser ständig nach. Das heißt, die Kategorie 3 Fragen beantwortet sich eigentlich von selbst, wenn dir das jeden Moment bewusst ist. Es ist die Frage nach, warum ist das jetzt da? Antwort ist nur eine einzige, weil ich jetzt das träume, weil ich es denke. Nein. Egal, was da ist. Wenn du Ärger verspürst, dann ist es, weil du auf irgendeinen Reizauslöser einseitig reagierst und dann erzeugst du in dir Ärger. Ja. Die größte Freiheit, die du kriegen kannst, wenn du alle Schulter auf dich nimmst. Das sind auch so Sätze. Jetzt gedacht, zurückgeblättert. Wenn du Holofeeling studierst, hast du vor langer Zeit schon einmal gehört, dieses, ich nehme alle Schuld auf mich, und Rudolf sagt, was bedeutet die Schulöffnung, die Schuld auf sich zu nehmen? Schuld ist die Frage, wer hat es gemacht? Wer ist dafür verantwortlich? Und jetzt ist es dein Ego. Wird dir immer genau dein Ego, die Eitelkeit in dir, wird dir immer genau erklären, wer daran schuld ist für dieses oder jenes. Und damit entmachtest du dich, weil du als Denker dir einen Gedanken denkst, den du mächtiger setzt wie dich selber. Der Weg in die Freiheit beginnt erst einmal, dass du sagst, ich bin schuld. Ich habe es jetzt gemacht, weil ich denke das ja. Ich mache jetzt Schnippdenkermann an Osterhausen. Wir sind ja aktuell. Wer hat den Osterhausen gemacht? Den Osterhausen, den du dir denkst, hast doch du jetzt gemacht. Jetzt sage ich, Schnippdenker an ein heliozentrisches Weltbild. Wer hat jetzt das gemacht? Du machst es doch. Was ist die Grundlage? Du interpretierst diese Worte und machst eine Vorstellung draus. Und Wichserei. Das gilt für alles. Das steht jetzt so im Widerspruch zu dem, was du ein Leben lang geglaubt hast. Das ist das genaue Spiegelbild. Ja. Mein Klingelingeling-Beispiel. Klingelt es weiter außen, welche sind, die dich anrufen, oder denkst du dir, welche aus, die da außen sind, weil in deinem Kopf hast du das Klingeln da war? Zuerst ist schon eine Sache, was passiert, wenn ihm alles jetzt ist? Dass wir nur umtauschen, die Gnade umtauschen. Das kannst du übrigens beobachten und beschwören, wenn du ein Feuer bist. Und dann kannst du beobachten, ob die Tierchen, die du dir das ausdenkst, schon checken oder nicht checken.
Und dann wirst du merken, manche waren neugierig, die wollen das wahrhaben, dann merkst du das in Geistesfunk von dir, die wollten zum Meister werden, selbst zum Meister werden. Und andere, die nur Nein sagen und nur negativ reagieren, die kannst du abhaken, weil das nur KI sind. Das ist wie wenn du versuchst, jetzt deinem Computer was zu erklären. Du hast da ganz klare Vorstellung, wie der Computer zu funktionieren hat, und plötzlich macht er was, was du nicht willst. Was hundertprozentig sicher ist, du wirst jetzt dich vielleicht ärgern, weil der nicht mehr das macht, was du willst, aber du wirst niemals versuchen, diesen Computer zu erklären, dass er was nicht so macht, wie du es haben möchtest. Mhm. In den Zustand komme ich bei meinem Geistesfunk überhaupt nicht, weil ihr macht exakt das, was ich euch machen lasse. Das wirst du irgendwann nochmal mitbringen, dass der träumende Geist keine Freiheit hat. Erst wenn du dich erhebst und zum Foyer von dir selbst wirst, und dann wirst du feststellen, ich gebe dir Gefühle, aber ich behaupte ja, dass ich du bin, die gibst du dir doch selber, wenn du dich ärgerst oder wenn du dich über was freust. Was ist die Ursache? Dein Reaktionssystem, ein Programm, ein programmiertes, fehlerhaftes Programm. Weil du dich ja komischerweise über die meisten Sachen wieder neutral behandelst oder du freust dich mehr oder weniger stark. Aber jetzt wissen wir, wenn was da ist, wo du dich freust, muss im selben Moment was da sein, wo du dich ärgerst. Mhm. Was löst diese oder jene Botschaft mit dir aus? Wenn zum Beispiel ein geliebter Mensch, wir sitzen da, das Telefon klingelt und der hat einen tödlichen Unfall gehabt. Das sind ja nur Worte aus dem Telefonhörer jetzt, nicht einmal das aus dir selber. Dann wirst du reagieren. Wie eine Maschine, ein Mechanimus, ein Gehirn-Ich ist ein Dasein-Müssen. Programmabhängig. Denk an mein Beispiel Instinkt-Intellekt. Ja. Es ist einfach nur ja. Aber das Leben wird so unendlich spannend, wenn du dich für was vollkommen Neues öffnest. Das, was ja bei dir der Fall ist. Ja, ja. In einem gewissen Maß in deinem Ding bist du ja wie Redo, wo du sagst, das ist nicht mehr meins. Aber ich muss doch für was leben. Ich sage, die wird auch die Angst wieder anfangen, jetzt bei dir nicht. Da gibt es auch wieder viele, viele Möglichkeiten, was du für Grundlage hast, jetzt beim Holger oder beim Folger. Mein Holger muss gar Angst. Ich sage eigentlich wieder zu mir, komm aus, was willst du eigentlich? Du gehst jetzt in die Rente. Das, was du jetzt grob dir an Zukunft vorstellst, wenn dir irgendwann ganz große Scheiße passiert, hast du finanziell ausgesorgt. Ja. Bei dir wird es ähnlich sein. Ja, da sorgt der Vater schon für. Bin ich zufrieden, wenn es jetzt nicht wirklich alles zerreißt, aber wo man ja schon fast innerlich darauf hofft, dass er mal richtig mal tut, dass was ganz Neues gibt. Das Wachwerden. Aber dann sind wieder welche wie beim Redo, der ja Jahre vorher einen super Job hatte und den einfach hinschmeißt. Das ist eine Prüfung, wo ich dann immer auch sage, du wirst wieder einen Zweifel kriegen. Es passiert einfach. Das ist ja nicht vorwerfen, das macht ja das Programm. Aber du musst der Foyer von dir selbst machen. Ja. Und umso mehr du den Sack mit Steinen loslässt, ist es natürlich ganz interessant. Ich sage mal, das SD einen. Du musst diese Spiegelungen einen. Das heißt, einmal die erste Affinität einen und die neutralisieren, indem du begreifst, dass egal was auftaucht, immer nur eine Seite ist. Wenn ich jetzt sage, jetzt ist es finster, in Maßsetzung meines grundlegenden heliozentrischen Weltvorstellung, weiß ich natürlich, wenn ich mich erhebe, dass im selben Moment, das haben wir so oft durchgespielt, dass im selben Moment eigentlich auch hell ist. Es ist nur ein Problem und mit dem Kreisen ändert sich das nicht, weil alles jetzt ist. Mhm. Die Theorie der logischen Typen. Das nenne ich einfach eine Kollektion. Und dann haben wir dann natürlich dann in der Mathematik haben wir dann plötzlich die leeren Mengen. Wenn du dir mal Videos auf YouTube hersuchst, wenn du dich da nicht auskennst über leere Mengen, wenn die das aufbauen, da ist eigentlich nichts drin. Mhm. Bloß das, was du dir reindenkst, das sind Kisten. In einer Kiste, die du denkst, die entsteht, wenn du sie denkst. Stimmt oder stimmt? Ja. Und die hat noch kein Material und nichts. Das Wort Kiste ist ein ganz abstrakter Begriff von irgendeinem abgezinkelten Raum. Genau. Ja. Und jetzt, wenn ich dich frage, aus was besteht die? Aus Holz, aus Pappmaché? Dann wirst du feststellen, die Kiste, die du denkst, hat erst ein gewisses Material, wenn du das denkst. Genau. Und wenn ich dich frage, was ist in der Kiste drin, die du denkst, musst du dir jetzt erst was reindenken. Das habe ich so oft erzählt. Wenn du Geist das wirklich verstanden hättest, würde sich deine Welt, die sich schon elementar verändert um dich herum. Ja. Weil jeder Schritt, erst wenn du das verstehst, wie in einem Videospiel, das sind das, was du zu verstehen hast. Ich nenne jetzt mal diese Aufgabe, von dem einseitigen bisherigen Denken musst du dich lösen, dann kann ich dir neues Denken, kriegst du neues Gebiet freigeschaltet, dann passieren kleine Wunder und plötzlich wie aus dem Nichts
tauchen Sachen in dir auf, mit denen du bisher mit deiner Logik niemals gerechnet hättest, weil du die nicht ausgerechnet hast, weil deine Logik das nicht hergibt. Und das ist das dann mal, dass man akzeptiert, diese extreme Vielheit, wenn ich sage, das Wort, dass du das System, das du mal lernst, weiß ich alles halt. Ich könnte dir Geschichten erzählen ohne Ende, wenn wir durch die Stadt gehen, ich sage das immer wieder, wenn du die Grundlagen hast, nur das du mal das Rot-Blau lesen. Und du musst jetzt ja die Wörterbücher nicht wissen, das sind zwar in dir drin, mein Beispiel, wo ich sage, an jeder Prüfung, wenn du jetzt was lernst, den technischen Beruf, du darfst selbst zu meinen Zeiten, wir durften einen Rechenschieber, dann Frühgold hat es ja noch Rechenschieber gegeben. Das ist halt unserem Alter geschuldet. Da sind dann gerade die Taschenrechner gekommen und der Formelsammler mit in die Prüfung nehmen. Es hat keiner verlangt, dass du die ganze Formellen, dass du die auswendig kennst. Achte mal auf die Worte. Die Form Gottes, die kannst du gar nicht alle auswendig kennen, weil du nur unendlich viele Facetten und Perspektiven aufschmeißt. Und es ist ja immer nur die Facette, auswendig ist ja wendig. Ja. Jetzt ist schon das auswendig und auswendig. Wie genau sprichst du das? Immer so Sachen gleichgültig. Ich habe das ein paar Mal schon gesagt. Gleichgültig. Gleichgültig. Ich. Wie schreibst du es, wie sprichst du es? Das G und das Chat ist beides. Der Geist ist genauso wie eine Kollektion an die Acht. Schauen wir uns einmal das hebräische Zeichen in der Acht, das Chat an. Das schreibt sich CH. Mhm. A, B, C ist der dritte Buchstabe. Nein. Das H genau. Ist der fünfte und Buchstabe. Wieder nach. Ja. Haben wir die Acht? Ja. Das verknüpft sich. Dann sagt, oh, das stimmt. Wenn was nicht stimmt, hast du was übersehen. Das ist zum Beispiel die 9. Das T ist zwar die Ziffer 9, ist aber der achte Buchstabe. Mhm. Da gibt es noch ein paar so Verschiebungen. Dann könnte ich jetzt mich über die griechische Gematria auseinandersetzen. Und das sind eben zwei Zeichen, die verschoben sind. Aber selbst das kann man kann alles erklären, wenn du Holophili mit Kummer so laute abschließt. Ja. Ohne Problem. Und das ist schon passiert, sonst wäre ich in dir nicht auftaucht. Der Meister aller Meister sagt zu dir, das ist wie wenn ich jetzt das einmal ein Lehrer denke oder ein Vater denke. Hm. Das Bestreben eines Vaters ist, dass sein Sohn in seiner Welt einmal die er aufbaut, wenn er erwachsen ist, das noch besser macht wie er selbst. No. In Stein und Flöte ist das der Zirbel, der das erklärt, den Lauscher erklärt. Du Narr. Wo er sagt, die wissen ja viel mehr wie ich, meine Söhne mittlerweile. Was weiß ich schon? Schau, ich habe die zwar großgezogen, aber die kennen sich im Computer aus. Ich habe ja mit Computer überhaupt keine Ahnung, sagt der alte Vater zu den Söhnen. Vorwerfend. Als irgendwie Entschuldigung. Und ich sage, du Narr, ist es nicht das Ziel eines Vaters, dass seine Söhne noch gigantischeres aufbauen wie er selbst? Ja. Genau. Und dann verstehst du, was Liebe ist und dann kannst du vielleicht ganz, ganz einen Hauch erahnen, was ich mit dir vorhabe. Und das ist alles schon passiert. Das ist, solange du chronologisch denkst, das ist so die Sache mit dem Sturm, mit dem Gewitter. Der Abschluss, wo einer zu mir betet und sagt, Gott, ich weiß, dass das dich gibt. Das ist natürlich immer noch im Himmel oben gedacht, normal. Hier kannst du dich nicht einmal zeigen. Und dann hört er in sich die Stimme, dass ich sage, jetzt pass auf, geh raus und schau mal hoch in den Himmel. Und dann zeige ich mich dir. Und dann geht er hoch und dann hat er einen ganz strahlend blauen Himmel. Und wie aus dem Nichts bauen sich hier Wolken auf. Die werden immer dunkler, mächtiger, dass es fast Nacht wird. Und plötzlich Blitze, die das Auge blendet. Und es ist wie ein Weltuntergang. So richtig, wenn du mal ein Gewitter in einem Großgebirge mitkriegt hast, wenn dann das halt, dass du dir Riesenschläge, hängt ja davon ab, wo man gerade wieder ist. Also wie ein Weltuntergang, es fängt zum Schiffen an. GFF hat man gerade schon, gell? Ja, ja. Es fängt zum Schiffen an, das Geschenk von Facetten, mit Blitzen, mit Geistesfunken, einseitig ausgelegt, ein absolutes Tohuwabohu, wie ein Weltuntergang. Und so schnell das aufgebauscht ist, verschwindet es wieder und in kürzester Zeit ist wieder ein blauer Himmel. Und du fällst, wenn du das erleben darfst, auf die Knie, du hast ja gebeten, du willst die Macht Gottes einmal sehen.
zeige mich dir. Du fällst auf die Knie und du sagst, Vater, ich wusste, dass du mächtig bist, aber dass du so mächtig bist, dass du aus dem Nichts sowas erschaffen kannst, das macht mich sprachlos. Ja. Und dann sage ich zu dir, du erst mein Kind. Ich bin die Stille vorher und nachher, das warst du. Du hast dir das ausgedacht. Eine alte Metapher von mir. Vielleicht wirst du irgendwann einmal ein Gefühl dafür kriegen, was ich dir damit mitteile. Lass mal es gut sein. Danke. Spiel noch eine Runde Leben. Wir schauen mal, wie es weitergeht, was du draus machst.